Ja, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen. Ich freue mich, heute Abend hier in Raden zu sein. Ich muss sagen, dass ich mit dieser Gemeinde ja auch so einiges verbinde. Ich erinnere mich immer noch gerne zurück an mein Praktikum während der Bibelschulzeit hier bei euch in der Gemeinde. Es müsste so das Jahr 2007 gewesen sein und denke da gerne zurück. Auch die Zeit zu Hause bei Familie Abrams war für mich eine sehr prägende Zeit. Ich freue mich sehr, heute über das Thema Ehe zu sprechen. Und würde gerne das hier und da vielleicht auch ein bisschen interaktiv machen. Würde gerne einfach mal hören, wie lange seid ihr verheiratet? Was haben wir hier so im Raum vertreten? Ruft das vielleicht einfach mal rein. Fangen wir mal damit an. 2 Jahre, das ist schön. Bitte? 30, 25, 26, 33, 10, 4, 14 und? 3,5. Also wir haben alles vertreten, das freut mich sehr. Ich war heute Morgen schon in einer Gemeinde in Lienen, habe da dieselben Vorträge gehalten, das ist bei Osnabrück. Und da habe ich festgestellt, die meisten waren länger verheiratet als ich. Das hat mich in eine interessante Situation gebracht. Ich soll Leuten etwas über Ehe sagen, die länger verheiratet sind als ich. Aber ich freue mich, dass wir hier so vielfältig vertreten sind. Meine Frau ist heute nicht dabei, mich begleiten 3 Brüder, 3 Freunde aus der Gemeinde, die für mich im Hintergrund beten, was ich sehr, sehr schätze. Aber weil meine Frau nicht dabei ist, dachte ich, ich bringe euch mal einfach ein Foto mit. Gerade wenn man über das Thema Ehe spricht, bietet sich das an, ein paar Hintergrundinfos zu haben. Das ist meine Familie, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Meine Frau Caroline, die mich unglaublich unterstützt, auch heute für mich betet und mir den Rücken frei hält. Wir sind seit 13 Jahren verheiratet und das sind unsere 4 Kinder. Der zweite von rechts, das ist unser Ältester, der Jeremia, der ist 11 Jahre, fast 11. Ganz links bei meiner Frau, das ist der Phil, der ist 9 Jahre. Ganz rechts ist Jaron. Das sind unsere 3 Jungs. Und seit 3 Jahren, also seit gestern vor 3 Jahren, ist die Josephine zu uns gekommen, die ist auch 6. Ist unsere Pflegetochter, für die wir sehr, sehr dankbar sind. Und sie bleibt voraussichtlich bis zu ihrem 18. Lebensjahr. Danach darf sie das selbst entscheiden. Ja, zu meiner Person. Ich bin André Tövs, 36 Jahre alt, darf seit 7 Jahren in der Gemeinde in Köln-Ostheim dienen, im vollzeitlichen Dienst. Und mir hat der Herr mehr und mehr das Thema Ehe aufs Herz gelegt. Eigentlich erst in den letzten Jahren, weil ich da einen sehr, sehr großen Bedarf sehe. Und deswegen finde ich das so gut, dass sie auch so einen Eheabend wie diesen anbietet. Weil ich glaube, dass wir alle in unseren Ehen immer und immer wieder Ausrichtung brauchen. Und ich stehe heute hier vor euch nicht als jemand, der im Fach Ehe absolviert hat, der dann Haken dran machen kann, ich stehe über den Dingen. Ihr Lieben, meine Frau und ich, wir führen eine ganz normale Ehe mit Höhen und Tiefen, mit Kämpfen und mit sehr, sehr schönen Momenten. Es ist eine ganz normale Ehe, die wir aber nach den Herren ausrichten wollen. Und ich will danach auch gerne im Laufe des Abends ein bisschen zeugnishaft aus unserer Ehe erzählen. Ich habe gestern meiner Frau gesagt, was ich heute hier machen werde. Ich will mir das bewusst mehr vornehmen, sie mehr mit reinzunehmen in meinen Dienst. Und ich habe gesagt, diese Punkte werde ich ansprechen. Und meine Frau sagte mir nur, André, das Thema sollten wir uns anhören. Dachte ich, das stimmt. Deswegen bin ich hier heute nicht nur als Redner, sondern eigentlich auch als Hörer und jemand, der selber lernen möchte. Ich habe das Thema leicht umbenannt, glücklich verheiratet, Fragezeichen, aber das doppelte Liebesgebot, darum geht es inhaltlich. Insofern ist nur die Formulierung etwas anders. Ich glaube, dass jeder von uns in die Ehe gestartet ist, mit dem Wunsch, glücklich verheiratet zu sein. Vielleicht hatten wir am Anfang Befürchtungen, werden wir glücklich sein, werden wir glücklich werden. Vielleicht kennen wir Ehen aus unserer Familie, die nicht sehr glücklich gestaltet werden. Aber jeder startet eigentlich mit dem Wunsch in die Ehe, glücklich verheiratet zu sein. Und wir sprechen heute über das doppelte Liebesgebot. Und ich möchte uns deutlich machen, von der Schrift her, dass das doppelte Liebesgebot, also liebe Gott und liebe deinen Nächsten, das Zentrum ist, wenn wir über eine glückliche Ehe reden. Dann müssen wir über das doppelte Liebesgebot nachdenken. Und dementsprechend ist der heutige Abend in 2 Teile geteilt. Im ersten Teil wollen wir uns die Frage stellen, wie sieht eine Ehe aus, wo Gott wirklich im Mittelpunkt ist? Wisst ihr, unser Problem manchmal, also Problem in Anführungsstrichen, wenn wir in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, wir wissen, was die richtigen Antworten sind. Wir wissen, was eigentlich richtig wäre.
Und jeder wird vermutlich sagen, ja, Gott ist in unserer Ehe im Mittelpunkt. Die Frage, die ich aber heute stellen möchte, ist das wirklich so? Und wie sieht eine Ehe aus, wo Gott wirklich das Zentrum ist? Ich möchte gerne beginnen, indem ich das doppelte Liebesgebot einmal vorlese. Diesen Text habe ich nicht an der Wand. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr gerne mit aufschlagen. Matthäus 22, die Verse 34 bis 40. Matthäus 22, die Verse 34 bis 40. Da heißt es, als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich miteinander. Und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und sprach, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot, das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Nachsatz. Jesus sagt, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das heißt, mit anderen Worten sagt Jesus, wenn man die ganze Schrift zusammenfasst, das, was Gott sich von unseren Beziehungen auch wünscht, was sich Gott von uns Menschen wünscht, Gottes Anspruch für unser Leben, auf zwei Gebote wirklich runtergebrochen, dann sind es die Gebote, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und dementsprechend möchte ich über diese Zweiteilung heute Abend mit uns reden. Zuerst die Liebe zum Herrn. Wie sieht es aus mit unserer wichtigsten Beziehung in der Ehebeziehung? Wie sieht die vertikale Ebene in unserer Ehe aus? Und im zweiten Teil werden wir dann erst über das Zwischenmenschliche reden. Ich habe den Eindruck, sowohl in Ehebüchern als auch in Ehevorträgen, dass man immer nur ganz schnell auf der zwischenmenschlichen Ebene ist. Wie kommunizieren wir besser? Wie schaffen wir es, unsere Romantik in der Ehe zu erhöhen? Wie schaffen wir es, Konflikte zu lösen? Es ist immer horizontal, immer nur zwischenmenschlich. Und was ich für mich selber so erfrischend fand, auch in der Vorbereitung, nochmal mir persönlich die Frage zu stellen, wie sieht eine Ehe wirklich aus, wo Gott absolut im Mittelpunkt steht? Wisst ihr, so viele Dinge beanspruchen in unserer Ehe, Mittelpunkt zu sein. Ich habe mal gegoogelt, was der geografische Mittelpunkt Europas ist. Einfach mal aus Interesse. Was ist der geografische Mittelpunkt Europas? Weiß das jemand von euch? Greenwich? Ja, nicht ganz. Das hat was vom Zentrum wegen der Zeit. Ja? Aber ist es nicht. Also geografisch betrachtet. Schwer zu sagen, oder? Und im Internet kommt man da auch nicht wirklich weiter, weil sämtliche Orte beanspruchen, der Mittelpunkt Europas zu sein. 1775 hat ein polnischer Kartograf errechnet, das ist ja je nach Berechnungsverfahren, dass der geografische Mittelpunkt Europas in Polen liegt. Um 1900 herum haben deutsche Geografen festgestellt oder berechnet, der geografische Mittelpunkt muss in Dresden liegen, in der Nähe der Frauenkirche. 1992 hat Ungarn gemeldet, der geografische Mittelpunkt Europas liegt in Ungarn. Das hat ja auch immer touristisches Interesse, weil da kommen die ganzen Leute hin. Deswegen will man den geografischen Mittelpunkt in seinem Land haben. Im Nachhinein hat noch Estland und Belarus Anspruch angemeldet. Warum erzähle ich das? Ganz viele Länder beanspruchen den geografischen Mittelpunkt Europas. Und ich habe den Eindruck, dass es in unserer Ehe oft ähnlich aussieht. Ganz viele Dinge beanspruchen, in unserer Ehe Mittelpunkt zu sein. Die Frage ist, wie sieht eine Ehe aus, wo Gott wirklich im Mittelpunkt ist? Ich möchte euch sechs Punkte hier einmal erklären, darlegen. Und ich glaube, das sind nicht Dinge, die wir häufig hören in Ehevorträgen. Deswegen wird dieser erste Vortrag total untypisch für einen Eheabend. Aber ich glaube, er ist so befreiend und so entscheidend. Die höchste Bestimmung für ein Ehepaar ist nicht ein liebevolles Miteinander. Die höchste Bestimmung für das Ehepaar ist die Anbetung Gottes. Die Anbetung Gottes. Ich lese einmal die Verse aus 2. Mose 20, die Verse 1 bis 5. Und Gott redete all diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern oder unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen,
denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich will hier mal kurz auf den Zusammenhang eingehen. Israel ist an einem ganz entscheidenden Punkt in der Geschichte. Gott hat es herausgeführt aus Ägypten und sagt, ich will dein Gott sein und du sollst mein Volk sein. Eine Liebesbeziehung will ich mit dir haben. Und er schließt einen Bund mit seinem Volk und sagt dann dem Volk, wie es zu leben hat. Aber schaut mal, die Gebote beginnen mit einer Zusage. Sie beginnen damit, dass Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich errettet. Zuerst kommt immer die Rettung, dann kommt das Gebot. Nicht erst das Gebot und dann die Rettung. Gott rettet, aber möchte jetzt auch, dass Israel so lebt, wie er es möchte. Und Gott sagt, ich möchte allein angebetet werden. Wisst ihr, Gott möchte nicht an erster Stelle angebetet werden. Gott möchte allein angebetet werden. Angenommen, du sagst deiner Frau, weißt du was, du bist die erstbeste Frau in meinem Leben. Dich liebe ich am meisten. Die anderen beiden Frauen liebe ich weniger als dich. Keine Frau wird das als Kompliment annehmen, oder? Eine Frau möchte nicht die erstbeste Frau sein, eine Frau möchte die einzige Frau sein. Und genauso ist das bei Gott. Gott sagt, ich will nicht einfach nur unter vielen angebetet werden, ich möchte allein angebetet werden. Ich möchte, dass dein Herz komplett auf mich ausgerichtet ist. Wir haben es im Römerbrief, eine weitere Stelle, aus der deutlich wird, dass Gott, dass die Hauptbestimmung eines Menschen und damit ja auch eines Ehepaars die Anbetung ist. Da heißt es in Römer 1, 21 bis 23, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Paulus klagt hier an und er sagt, Gott hat sich geoffenbart und die natürliche Reaktion eines Menschen auf die Offenbarung Gottes ist Anbetung. Wenn der Schöpfer sich geoffenbart, hat das Geschöpf den Schöpfer anzubeten, das ist die Bestimmung. Und die Anklage ist hier nicht, die Anbetung hat aufgehört. Die Anklage ist hier nicht, die Menschen haben nicht angebetet, sie haben angebetet, sie haben die Anbetung aber vertauscht, sie haben etwas anderes angebetet. Vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, was hat das mit unserer Ehe zu tun? Glaub mir, das hat alles mit deiner Ehe zu tun. Denn die Frage, wen du in deiner Ehe und wen ihr als Ehepaar anbetet, ist die alles entscheidende Frage. Wir Menschen sind Anbeter. Es gibt keinen Menschen, der nicht anbetet. Wir beten alle an. Wir sind als Anbeter geschaffen worden. Wir beten immer jemanden oder etwas an. Die Frage ist, beten wir Gott an? Beten wir ihn alleine an? Oder beten wir etwas Geschaffenes an? Beten wir uns selbst an? Beten wir unsere Ehe an? Beten wir unseren Ehepartner an? Oder ist unser Herz ultimativ, auch in der Ehe, auf Gott ausgerichtet? Schaut mal, leider kann Götzendienst sich auch im Leben eines Christen deutlich machen. Paulus schreibt Kolosser 3, Vers 5 an Christen gerichtet und sagt, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Schaut mal, Götzendienst ist nicht nur, sich vor einer Statue niederzuwerfen. Hier wird Habsucht als Götzendienst dargestellt. Etwas haben wollen, wovon man sich viel mehr verspricht, als man sollte. Man will es haben, um glücklich zu sein. Man meint, man braucht es, damit man glücklich ist. Man schreibt einer Sache göttliche Attribute vor. Ich habe mal ein paar Testfragen mitgebracht. Und diese Lücken, die du ausfüllst, für dich gedanklich, sagen sehr viel über deine Anbetung aus. Was würdest du für dich da ausfüllen? Ich bin am glücklichsten, wenn... Punkt, Punkt, Punkt. Am meisten fürchte ich, Punkt, 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 zu verlieren. Weil wir haben immer Angst, das zu verlieren, was uns besonders wichtig ist. Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich Punkt, Punkt, Punkt nicht bekomme. Punkt, Punkt, Punkt gibt mir die Sicherheit, die ich brauche. Und besonders eindeutig ist die letzte Testfrage. Ohne Punkt, Punkt, Punkt könnte ich nicht leben. Sei mal ganz ehrlich und nimm dir die Zeit, dich dazu zu reflektieren. Ich möchte das mal anhand eines Beispiels durchgehen. Angenommen, eine Ehefrau sagt hier an dieser Stelle, ich bin am glücklichsten, also das ist mein ultimatives Glück, wenn ich Anerkennung von meinem Ehepartner bekomme. Am meisten fürchte ich das Lob
eine gute Ehefrau zu sein, zu verlieren. Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich keine Anerkennung bekomme. Lob und Anerkennung gibt mir die Sicherheit, die ich brauche. Ohne die Anerkennung meines Ehepartners könnte ich nicht leben. Ich weiß nicht, ob es für dich das ist. Aber wenn du das ausgefüllt hast, ist dein Götze die Anerkennung und nicht Gott. Weil eigentlich sollte hier immer stehen, ich bin am glücklichsten, wenn ich Gott eine Freude machen kann. Ich fürchte mich am meisten, gegen Gott zu sündigen. Versteht ihr, was ich meine? Das sind ernste Fragen, die wir uns stellen müssen und gegebenenfalls auch Buße tun müssen. Wisst ihr, Anbetung ist zunächst einmal eine Sache eines jeden einzelnen Menschen, aber dann auch eine Sache eines Ehepaars. Meine Frau und ich mussten vor einigen Jahren erkennen, dass wir den Fokus in unserer Ehe verloren haben. Wir sind in die Ehe gestartet mit dem Wunsch, für Gott zu leben. Das war definitiv unser Anliegen. Aber irgendwann, so nach ein paar Ehejahren, mussten wir feststellen, wir sind keine Nachfolger mehr, wir sind eigentlich nur noch Mitläufer geworden. Gott ist eigentlich nur eine Randfigur in unserem Leben, wenn wir das ganz ehrlich mal auf den Punkt bringen. Unser Verhalten zeigt es eigentlich. Es war für uns ein sehr schmerzhafter Moment, das zu erkennen, und wir brauchten einen echten Neuanfang in unserer Ehe. Und ich will bewusst mit diesem Thema starten, weil wenn wir darüber sprechen, über Eheglück, Eheglück kann es nicht geben, wenn Gott nicht im Zentrum steht. Deswegen stellt euch bitte als Ehepaar heute einmal die Frage, hängt unser Herz wirklich am Herrn? Oder ist das nur ein Lippenbekenntnis? Ist er wirklich der Mittelpunkt in unserer Ehe? Stellen wir uns immer wieder die Frage, was will der Herr? Ich meine, wie oft redet ihr zusammen begeistert über den Herrn? Die Frage müsst ihr für euch beantworten, die kann ich nicht für euch beantworten. Wie oft redet ihr begeistert über den Herrn? Wie viel Zeit verbringt ihr in euren Gebeten, um Gott zu loben für das, was er ist, für das, was er in eurem Leben getan hat? Ich stelle mir die Fragen selber. Es passiert leider viel zu häufig, dass wir die Anbetung vertauschen, dass wir unser Herz an Dinge hängen, die nie unsere Aufmerksamkeit in dem Sinne bekommen dürfen. Der zweite Punkt hängt sehr stark mit dem ersten zusammen. Das größte Glück für jeden Ehepartner ist Gott selbst. Das größte Glück für jeden Ehepartner ist Gott selbst. Ich darf immer wieder mal Traupredigten halten und ich entscheide mich dann in der Regel immer für den Trauvers, den sich das Ehepaar ausgesucht hat. Und in der Regel ist das, könnt ihr euch ja vorstellen, 1. Korinther 13. Wer hatte 1. Korinther 13 als Trauvers? Okay, einige? Okay, gar nicht so viele. Spannend. 1. Korinther 13 oder Johannes 4 bietet sich auch immer gut an, also Verse über die Liebe. Und ich finde es immer mal spannend, wenn ein Ehepaar mal so einen ganz anderen Vers nimmt. Also 1. Korinther 13 ist ein super Text. Ja? Aber spannend ist es, wenn Ehepaare mal so ganz andere Texte nehmen. Ich war letztes Jahr, durfte ich eine Hochzeit leiten und über Psalm 16 predigen. Schaut mal, was in Psalm 16, Vers 2 steht. Da schreibt ein Verheirateter, David: Ich habe zu dem Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Das ist doch krass, oder? David sagt: Gott, du bist die ultimative Quelle meines Glücks. Wenn ich dich habe, brauche ich eigentlich nichts anderes, weil du völlig genügst. Kannst du das von dir sagen? David macht weiter in diesem Psalm. Er sagt in den Versen 5 und 6, der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher. Du bist es, der mein Los festlegt. Die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Wisst ihr, wenn David hier sagt, Gott, du bist mein Becher, dann ist nicht der Becher an sich gemeint, sondern der Inhalt. Er sagt, Gott, du füllst meinen Becher. Psalm 23 lässt grüßen, Gott, du schenkst mir voll ein. Wenn ich dich habe, ist mein Becher voll. Das, was er danach sagt, die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land, das ist eine Anspielung an 5. Mose 10. In 5. Mose 10, da heißt es in Vers 9, darum bekam Levi, also die Leviten im verheißenen Land, weder Anteil noch Erbe mit seinen Brüdern. Der Herr selbst war sein Erbteil, so wie der Herr, dein Gott, ihm zugesagt hat. Alle anderen Stämme haben Land bekommen, aber die Leviten, die sollten ihre ganze Freude einfach nur in Gott haben. Er ist ihr Erbteil. Und David sagt, genau das bist du, Herr. Wenn ich dich habe, dann habe ich alles, was ich brauche.
Lass mich mal eine provokante Aussage machen, die ich aber für absolut wahr halte. Wisst ihr, das, was ein Ehepaar wirklich zufrieden macht, liegt außerhalb ihrer Ehe. Ist euch das bewusst? Das, was einem Ehepaar wirklich Glück schenkt, liegt außerhalb ihrer Ehe. Die Frau am Brunnen lässt doch grüßen, oder? Die Frau am Brunnen war keine Hure. Das nimmt man vielleicht fälschlicherweise an. Sie lebt gerade unehelich, ja, und damit in Unzucht. Aber davor war sie 4-mal verheiratet. Und sie ist in all den 4 Ehen nicht glücklich geworden. Sie hat das Glück gesucht. Sie war durstig nach Leben. Erste Ehe, kein Glück gefunden. Zweite Ehe, kein Glück gefunden. Dritte und vierte Ehe, kein Glück gefunden. Sie hat das Glück bei den Männern gesucht und wurde jedes Mal enttäuscht. Das, was ein Ehepaar wirklich zufrieden macht, liegt außerhalb ihrer Ehe. In Gott selbst. In Gott selbst. Ich war vor einiger Zeit auf einer Hochzeit und das war noch vor Corona. Und kennt ihr das, wenn ihr die Hochzeit, vielleicht war es bei eurer Hochzeit auch so, ihr habt sie bis ins letzte Detail geplant, das muss der perfekte Tag werden. Aus meiner Sicht legt man manchmal zu viel Wert auf diesen einen Tag, weil das Leben beginnt ja erst danach. Es muss nicht dieser eine große Tag sein, aber es ist häufig so, man plant den Tag durch und es darf nichts falsch laufen, vor allem wenn man so ein bisschen perfektionistisch ist. Und ich war auf einer Hochzeit, ich saß direkt am Brautisch beim Bräutigam und auf diese Hochzeit ging einiges schief, die Getränke gingen aus, ne? Die Hochzeit zu Kana lässt grüßen. Und ich habe den Bräutigam beobachtet, er ist ein nahestehender Verwandter. Und es hat mich so bewegt, er sieht und einiges läuft schief auf seiner Hochzeit und er lächelt und sagt, weißt du was, André, Christus genügt. Christus ist meine ganze Freude. Ich kann mich auch jetzt freuen, weil mein Glück nicht in einem Hochzeitstag liegt, sondern außerhalb, in Christus selbst, in Christus selbst. Vielleicht fragst du dir jetzt, André, was hat das ganz praktisch mit meiner Ehe zu tun, was du sagst? Glaub mir, es hat unglaublich viel mit deiner Ehe zu tun. Wisst ihr, da, wo man seinen Ehepartner als Quelle der Zufriedenheit ansieht. Und das ist der Grund, warum übrigens einige Ehe scheitern. Sie denken, ich heirate den Menschen, der mich dauerhaft glücklich machen kann. Dieser Mensch ist für mich da. Eigentlich sagen wir damit, ich liebe mich und brauche dich dazu. Und da werden Erwartungen an einen Menschen gestellt, die kein Mensch dauerhaft erfüllen kann. Ich meine, welcher Mensch kann dauerhaft glücklich machen als Sünder? Kann doch keiner. Und wir legen so viel Wert und fordern damit ein. Ich habe dich geheiratet, damit du mich glücklich machst. Ich will glücklich werden. Was wir damit machen, wir gehen ständig wie mit einem halbleeren Glas zu unserem Ehepartner und sagen, füll mich, füll mich, füll mich. Ich muss von dir gefüllt werden. Und das macht uns zu ganz schlechten Ehepartnern. Da fangen wir ganz schnell an zu nörgeln, wenn unser Ehepartner uns nicht glücklich macht. Weil wir die Quelle unseres Glücks in der Ehe sehen. Das ist das eigentliche Problem. Wie gut ist es, wenn wir sagen, Gott, du bist die Quelle meines Glücks. Ich habe Zeit heute Morgen mit dir verbracht. Ich bin so erfrischt worden von deinem Wort. Du bist alles, was ich brauche. Jesus, du bist gekommen, damit ich das Leben habe und volle Genüge. Und das nehme ich an und ich habe alles in dir. Du bist die ultimative Quelle meines Glücks. Dann kommen wir mit einem vollen Becher in die Ehe. Und es ist egal, ob uns unser Ehepartner gerade glücklich macht oder nicht. Davon ist unsere Zufriedenheit nicht abhängig. Unser Becher ist gefüllt durch Christus, weil wir die Quelle unseres Glücks woanders haben. Und das macht uns zu wirklich liebenden Menschen. Dann können wir wirklich selbstlos lieben, weil wir haben alles. Wir erwarten nichts von unserem Ehepartner. Wir haben alles in Christus und können selbstlos geben. Verstehst du, was das für eine Auswirkung auf deine Ehe hat? Wenn du gelernt hast, die Quelle deines Glücks außerhalb der Ehe, in Gott selbst zu finden. Das führt uns zu einem ganz entscheidenden Punkt. Die größte Befreiung für die Ehe ist das Evangelium. Die größte Befreiung für die Ehe ist das Evangelium. Das Evangelium besagt, wir sind gerechtfertigt worden aus seiner Gnade. Römer 3, 23 bis 24, da heißt es, denn alle haben gesündigt und erlangen die Herrlichkeit Gottes und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist.
Die Bibel sagt, das Evangelium sagt, Jesus hat dich gerecht gesprochen, allein aus Gnade. Er hat gesagt, du bist nicht mehr schuldig, ich erkläre dich für gerecht. Und dann, der zweite Kernbestand des Evangeliums besagt, er hat uns als seine Kinder aufgenommen. Da heißt es in Römer 8, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Was macht das mit deiner Ehe? Wisst ihr, ich glaube, dass wir so schnell in Leistungsdenken verfallen. Das ist natürlich. Wir Menschen neigen immer zum Leistungsdenken. Ich habe vor einiger Zeit mit einer Frau gesprochen. Ich habe in einer anderen Gemeinde gepredigt und sie kam danach in die Seelsorge mit ganz großen Zweifeln über ihr eigenes Heil. Natürlich wirkt sich das auf die Ehe aus, weil sie denkt, sie leistet nicht genug. Und ich habe ihr gesagt, weißt du was, du kannst nichts tun, damit Gott dich mehr liebt. Gott liebt dich immer gleich. Du kannst nichts dazu tun. Und ich habe ihr gesagt, all das, was du tust, das sollst du aus Dankbarkeit für den Herrn tun, weil er dich angenommen hat, nicht damit er dich annimmt. Und wisst ihr, was mich schockiert hat? Sie sagt, André, das höre ich zum ersten Mal. Das ist das Evangelium. Christus hat uns zuerst angenommen, als Sünder. Wir haben unser Vertrauen auf ihn gesetzt. Er nimmt uns an, er spricht uns gerecht, er nimmt uns auf. Was hat das mit unserer Ehe zu tun? Drei Dinge. Das Evangelium befreit uns von Versagensängsten. Schaut mal, ich muss nicht mit der Angst leben, den Maßstab nicht zu erreichen, weil Jesus an meiner Stelle den Maßstab vollkommen erreicht hat. Ich muss nicht ständig mit der Angst leben, schaffe ich es, ein guter Ehemann zu sein. Das, was ich nicht schaffe, das hat Christus am Kreuz getragen. All meine Sünden und Schwachheiten, das befreit. Das Evangelium klärt unsere eigentliche Identität, weil die Gnade mir ermöglicht, meine Identität und Sicherheit aus der Beziehung zu Gott abzuleiten, bin ich davon befreit, sie davon abzuleiten, was Menschen über mich denken. Kann es sein, dass du deine Identität darin suchst, eine gute Ehefrau zu sein und eine gute Mutter? Das ist das, was dich ausmacht vielleicht. Oder auch andersrum. Ich habe mich dabei ertappt, ich habe meine Identität darin gesucht, ich will ein guter Ehemann sein und ein guter Pastor. Das ist ein gutes Anliegen, versteht mich nicht falsch. Aber wenn ich sage, das bin ich in erster Linie, das ist das, was mich ausmacht, ist es Leistungsdenken. Wir sollen unsere Identität und Sicherheit allein aus unserer Beziehung zu Jesus ableiten. Und das Evangelium ist die Lösung für all unsere Schwachheiten. Wir werden gleich noch einige andere Themen ansprechen, auch über das Zwischenmenschliche. Und vermutlich werden wir überführt werden durch Gottes Wort. Vermutlich wird Gott uns heute Abend aufzeigen, wo wir als Ehemänner versagt haben, wo wir als Ehefrauen versagt haben. Die Lösung ist immer das Evangelium. Die Lösung ist immer wieder zum Evangelium zurückzukommen. Das ist die größte Befreiung für unsere Ehe. Punkt 4 von 6. Der größte Schutz für die Ehe ist die Nähe zu Gott. Die Ehe ist so etwas Zerbrechliches. Ich glaube, in keiner anderen Gemeinschaft kann man sich auf der einen Seite so viel Freude bereiten, aber auf der anderen Seite auch so viel Schmerz. Ich habe Paare betreut, wo der Ehemann der Frau fremdgegangen ist. Es ist so verletzend, es macht das Leben kaputt. Gerade in dem Bereich, wo die Ehe am sensibelsten ist. Wenn man da gegeneinander sündigt, es macht so viel kaputt. Und wisst ihr was? Unsere Ehen sind in Gefahr. Unsere Ehen sind in Gefahr. Wir haben drei Feinde. Einmal ist es die Welt, in der wir leben. Eine an die antichristliche Welt mit all den Verlockungen, die Ehen kaputt machen will und Ehen verändern will. Dann der Feind, der umhergeht. Ich habe letztens übrigens eine Geschichte gehört, wo ein Mann im Flieger saß, im Flugzeug, und neben ihm betet ein anderer. Und er stellt sich dem ersten Mal die Frage, ach, es ist ein Bruder im Herrn, und kommt mit ihm in Gespräch und sagt, nee, ich bin kein Christ, ich bin Satanist. Und du betest auch? Ja, wir haben uns in diesem Jahr vorgenommen, gegen die Ehen zu beten. Ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber was die Geschichte glaubwürdig macht, ist, ich habe sie aus einer anderen Quelle mit einer anderen Begebenheit gehört. Der Feind ist definitiv gegen die Ehe. Aber das, was die größte Gefahr für unsere Ehe ist, ist unser eigenes Herz. Unser eigenes Herz. Schaut mal in Sprüche 4, Vers 23, sagt Salomo, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz,
denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Salomo sagt, das ist das, was am meisten bewahrt werden muss, dein Herz, weil all deine Taten, alles, was du tust, entspringt aus deinem Herzen. Salomo sagt, begehre die Schönheit der anderen Frau nicht, wo? In deinem Herzen. Jeder Ehebruch beginnt im Herzen. Er beginnt nicht bei der Tat, er beginnt im Herzen. Ich habe vor einiger Zeit immer mehr mit dem Thema häuslicher Gewalt zu tun gehabt. Und Männer, die ihre Frauen geschlagen haben, nicht nur einmal. Und ich habe mit ihnen gesprochen, es beginnt im Herzen. Es ist nicht so, dass eine Hand mal ausrutscht. Eine Hand rutscht nicht aus. Es ist Wut und Zorn, wo? Im Herzen. Deswegen sagt Salomo, mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Es könnte genauso auch über Bitterkeit reden. Eine Frau, die sich ihrem Mann immer mehr verschließt. Wo ist die Wurzel? Bitterkeit im Herzen. Für mich war es schockierend festzustellen, dass ich in der Lage bin, meine eigene Ehe zu ruinieren. Aber je länger ich verheiratet bin und je länger ich mit dem Herrn lebe, stelle ich fest, ich bin zu jeder Sünde fähig. Ich bin zu jeder Sünde fähig. Ich bin fähig, meine eigene Ehe völlig zu ruinieren. Ich bin dazu fähig und ich bin beschämt. Es ist erschreckend, das zu erkennen. Aber weißt du was, du bist auch dazu fähig. Du bist dazu fähig. Und wenn du denkst, nein, das wird mir nie passieren, bist du erst recht in Gefahr. Weil Paulus sagt, wer meint, er stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Deswegen der größte Schutz für unsere Ehe ist die Nähe zum Herrn. Weil wenn wir nah bei ihm sind, wenn wir im Wort sind, Paulus sagt, wandelt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Wenn du darüber nachdenkst, wie kann ich mich, wie können wir uns in unserer Ehe schützen? Die Lösung ist die Nähe zum Herrn. Da sind wir bei der vertikalen Ebene. Liebe Gott von ganzem Herzen. Die Nähe zum Herrn ist der größte Schutz für deine Ehe. Das bringt uns zum fünften Punkt. Das schönste Geschenk für deinen Ehepartner ist persönliche Heiligung. Ich möchte hier an dieser Stelle Roger Pugh, den ich sehr schätze, zitieren. Roger Pugh sagt, das Wertvollste, was ein Ehemann seiner Frau schenken kann, ist eine intakte Gottesbeziehung. Und das Wertvollste, was eine Ehefrau ihrem Mann schenken kann, ist eine intakte Gottesbeziehung. Ich habe es leicht umformuliert, ich habe daraus persönliche Heiligung gemacht, aber das ist das, was durch eine intakte Gottesbeziehung passiert. Schaut mal, wir sind Baustellen. Wir alle sind Baustellen. Wir befinden uns in diesem Zustand, in Christus neu gemacht geworden zu sein, aber wir sind noch nicht vollkommen. Und in dieser Zwischenzeit befinden wir uns. Wir sind Baustellen. Da heißt es in Epheser 4, 21 bis 24, ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es der Wahrheit in Christus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das Beste, was du deinem Ehepartner schenken kannst, ist genau diese Erneuerung im Geist der Gesinnung. Das nennt die Bibel Heiligung. Schau mal, was bringt es einer Frau, wenn sie von ihrem Mann Blumen geschenkt bekommt, aber der Mann ständig zur Pornografie greift? Was für einen Wert hat das Geschenk von Blumen, wenn keine Veränderung geschieht? Wie armselig ist es, wenn eine Frau ihrem Mann immer wieder mal ein gutes Essen macht, aber die Bitterkeit ihm gegenüber in ihrem Herzen immer, immer größer wird. Das ist nicht das schönste Geschenk, ein wunderbares Essen. Je näher ich dem Herrn bin, desto mehr stellt es meine Frau fest. Aber das Gegenteil ist leider auch wahr. Wenn ich eine Zeit lang nicht nah beim Herrn bin, merkt sie sehr schnell, André ist viel schneller gereizt. André ist viel schneller ungeduldig. Die Frucht des Geistes, Liebe, Geduld, Freundlichkeit wird dann gewirkt, wenn wir nah bei ihm sind. Ich möchte an dieser Stelle einmal die Ehefrauen hier im Raum ansprechen. Das schönste Geschenk, das du als Ehefrau deinem Ehemann machen kannst, ist nicht ein gutes Essen. Das ist was Gutes, aber es ist nicht das schönste Geschenk. Auch nicht ein toller Weber-Grill, auch wenn er sich den vielleicht wünscht. Das ist nicht das schönste Geschenk, was du deinem Mann machen kannst. Das schönste Geschenk, was du deinem Mann machen kannst, ist auch nicht deine äußere Schönheit, wenn du dich für ihn schön machst.
Das ist nicht das schönste Geschenk. Das schönste Geschenk, was du deinem Mann machen kannst, ist deine Heiligung. Ist deine Heiligung. Mich bewegt es so sehr, meine Frau zu sehen, wie sie im Wort Gottes liest. Wie sie sich durchtränken lässt vom Wort Gottes und das dann in die Tat umsetzt. Mich bewegt es zu sehen, wie sie sich um andere Frauen kümmert aus der Gemeinde. Frauen, die viele Probleme haben. Und meine Frau nimmt sich die Zeit für sie und ist für sie da, auch wenn sie selber manchmal fertig ist, sie ist immer da. Mich bewegt es so sehr zu sehen, wie meine Frau Bibelverse aufhängt in unserer Küche und diese Bibelverse mit den Kindern auswendig lernt. Mich bewegt es so sehr zu sehen, wie meine Frau am Samstagabend wieder mal für 15 Leute kocht, die am Sonntag nach dem Gottesdienst alle zu uns nach Hause kommen und abends noch 2 Kuchen macht. Das macht sie nicht aus Werksgerechtigkeit, sondern aus Liebe zum Herrn. Und ich sehe ihre Entwicklung, wo ich sie geheiratet habe und wie sie jetzt ist. Ich habe sie damals genauso geliebt, aber ich sehe, die innere Schönheit wird immer und immer und immer stärker. Und ich bewundere meine Frau so sehr. Ja, sie gefällt mir in jeglicher Hinsicht sehr, aber das größte Geschenk, was sie mir macht, ist ihre Heiligung. Ich sehe immer mehr Christus in ihr. Das ist das schönste Geschenk, was du als Ehefrau deinem Mann machen kannst. Dass du dich immer mehr vom Herrn verändern lässt. Liebe Ehemänner, das schönste Geschenk, was wir unserer Frau machen können, sind nicht Blumen, auch wenn sie sich darüber freuen. Das schönste Geschenk, was wir unserer Frau machen, ist auch nicht eine Auszeit, mal die Kinder zu nehmen, dass unsere Frau zur Ruhe kommen kann. Ja, sie wird sich darüber freuen, aber das ist nicht das schönste Geschenk, was wir unserer Frau machen können. Wisst ihr, das schönste Geschenk, was ich meiner Frau machen kann, ist, wenn sie immer weniger André sieht in mir, sondern immer mehr Christus. In Johannes 3, da sagt Johannes, der Täufer, über sich, ich muss abnehmen, Christus muss zunehmen. Da war ein Steinmetz, der aus einem Stein einen wunderbaren Löwen rausgehauen hat. Und ich finde sowas bemerkenswert, das ist Kunst. Und ein Spaziergänger kam vorbei und war so fasziniert von diesem Löwen aus Stein rausgehauen. Der fragt den Steinmetz, wie haben Sie denn das geschafft? Ist ja Wahnsinn. Der Steinmetz sagt, das war ganz einfach. Ich habe all das weggehauen, was nicht so aussah wie ein Löwe. Dann bleibt ein Löwe übrig. Und das ist mein Gebet für mich. Herr, bitte hau du all das aus meinem Leben weg, was nicht so aussieht wie du. Dann wird immer mehr Christus in uns sichtbar. Und liebe Männer, wir haben doch einen besonderen Vorteil. Unser ultimatives Vorbild ist ein Mann, Christus. Und wir sollten unser Mannsbild nicht von der Gesellschaft ableiten. Wir sollten unser Mannsbild von Jesus ableiten. Jesus war der Mann, wie sich Gott Mann sein vorstellt. Das Beste, was du deiner Frau schenken kannst, ist Christus Ähnlichkeit. Meine Frau und ich waren vor 2 Wochen zusammen weg, nur zu zweit. Das ist für uns was Besonderes. Wir konnten die Kinder abgeben. Wir haben einen Gutschein geschenkt bekommen, 4 Sterne Romantik Hotel. Und könnt ihr euch vorstellen, wir haben uns riesig darauf gefreut. Endlich mal wieder, wir nur zu zweit. Aber weißt du, was viel schöner als ein romantisches Wochenende ohne Kinder ist kontinuierliche Heiligung. Immer mehr wird der Ehepartner wie Christus. Das ist das Schönste, was es in jeder Ehe geben kann. Und wie schön ist es, wenn man auch mal zurückschaut. Ja, und wir müssen feststellen, wir sind noch nicht da, wo wir gerne sein werden, aber wir sind nicht mehr da, wo wir mal waren. Da ist Veränderung passiert, persönliche Heiligung. Und das ist mir so wichtig, bevor wir über Kommunikation reden, bevor wir gleich im zweiten Vortrag über Romantik reden. Das Schönste, was du deinem Ehepartner schenken kannst, ist deine Heiligung. Wir kommen zum letzten Punkt des ersten Teils. Die sinnvollste Ausrichtung in der Ehe ist das Reich Gottes. In Matthäus 6, Vers 33 heißt es, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Habt ihr diesen Vers mal in einer Traupredigt gehört? Gibt es hier vielleicht ein Ehepaar, das diesen Vers als Trauvers hatte? Er kommt auch in wenigen Ehebüchern vor. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Schaut mal, wir trennen das manchmal. Das ist unser geistliches Leben und das ist unser Eheleben. Aber trachtet zuerst richtet sich genauso an Ehepaare. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ich möchte mit uns gerne ein Ehepaar anschauen, das besonders an der Front war. Ich möchte euch da zunächst einmal fragen, was habt ihr
für Vorschläge? Was ist das Ehepaar in der Bibel, das wir besonders stark zusammen im Einsatz sehen? Habt ihr Vorschläge? Danke, Aquila und Priscilla ist richtig. Und ich möchte uns kurz hineinnehmen in das Leben dieses besonderen Ehepaares. Zunächst einmal sehen wir hier ihren großen Einsatz für das Reich Gottes und ihre Opferbereitschaft. Da heißt es in Römer 16, in Versen 3 und 5, da sagt Paulus, grüßt Priska, damit ist Priscilla gemeint, grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben, denen nicht allein ich danke, sondern auch alle Gemeinden der Nationen und die Gemeinde in ihrem Haus. Aber Sie sehen, dieses Ehepaar war total an der Front. Paulus sagt, sie haben für mein Leben ihren Hals preisgegeben. Sie waren bereit, für Paulus zu sterben. Sie waren total an der Front. Und dann heißt es hier auch noch, sie haben eine Gemeinde in ihrem Haus. Sie haben ihr Haus geöffnet, damit sich bei ihnen eine Gemeinde versammeln kann. Dann sehen wir weiter, dass sie zusammen für Jesus leiden. Ich überspringe das jetzt ein bisschen. Sie werden verfolgt, weil sie Juden sind. Wir sehen es, dass sie später Paulus begleiten nach Ephesus. Da heißt es, nachdem aber Paulus noch viele Tage da geblieben war, nahm er Abschied von den Brüdern und segelte nach Syrien ab und mit ihm Priscilla und Aquila. Also sie begleiten Paulus auf Missionsreise als Ehepaar. Und dann sehen wir das auch noch später, dass sie sich gemeinsam um Apollos kümmern. Wisst ihr, was ich leider beobachte? Und ich traue doch eigentlich recht viele Paare, dass die meisten jungen Ehepaare kurz nach der Hochzeit in einen Ehe-Egoismus verfallen. Ich weiß nicht, ob das hier in Raden auch der Fall ist. Aber da hat man den Eindruck, jetzt sind sie so selbstgenügsam, sie haben sich und jetzt zählt nichts anderes mehr. In der Gemeinde sieht man sie wenig, in der Gebetsstunde, in der Bibelstunde sieht man sie wenig. Dienste werden zurückgefahren. Wir haben jetzt uns. Wo steht das in der Bibel? Wo steht das in der Bibel? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, gilt auch im ersten Ehejahr. Trachtet zuerst, gilt auch im ersten Ehejahr. Ein Pastor, den ich schätze, der schreibt in seinem Buch, wenn wir unseren Blick nicht auf Gott heften, dann verbringen wir unsere Zeit damit, Geringeres anzustarren, nämlich uns selbst. Diesen Fehler machen viele Paare. Sie verbringen viel Zeit damit, auf sich selbst und den Ehepartner zu sehen, aber sie nehmen sich wenig Zeit, um unverwandt auf Gott zu schauen. Wenn sie also darauf ihr Augenmerk legen, fangen sie natürlich an, jeden Aspekt ihres Lebens auf die wenigen Jahre auszurichten, die sie gemeinsam auf der Erde haben, anstatt sich auf die Millionen Jahre zu konzentrieren, die sie in Gottes Gegenwart verbringen werden. Ich glaube, es ist so wahr. Schaut mal, wenn wir ehrlich sind, ich meine, viele von euch sind hier relativ jung. Wahrscheinlich habt ihr noch 4 Jahrzehnte zusammen. So Gott will und wir leben, müssen wir dazu sagen. Vielleicht ist er ja auch schon vorher gekommen. Ihr habt noch vermutlich einige Ehejahre vor euch. Aber irgendwann ist zu Ende, oder? Das müssen wir, daran denken wir nicht immer gerne. Gerade wenn man noch so jung verheiratet ist, wie unsere Ehe hat irgendwann ein Ende durch den Tod. Ja, bis der Tod euch scheidet, dann ist die Ehe vorbei. Es ist doch zu kurz gedacht, wenn wir uns in unserer Ehe nur auf das Leben hier konzentrieren, oder? Mir kam irgendwann der Gedanke, den habe ich aus einem Buch, dass der größte Liebesbeweis, den ich meiner Frau doch erbringen kann, ist doch nicht, mit ihr zusammen uns nur in dieses Diesseits zu konzentrieren. Hauptsache, wir haben ein schönes Leben hier. Darum geht's nicht. Meine Frau wird irgendwann vor ihrem Retter stehen. Und mein Wunsch ist es schon jetzt, mit ihr ein Leben zu leben, damit sie irgendwann, wenn sie vor Christus steht, Christus zu ihr sagt, gut gemacht. Und das hat Auswirkungen auf ihre Ewigkeit. Versteht ihr? Wir werden belohnt werden für das, was wir hier für Christus getan haben. Jesus sagt, sammelt euch Schätze im Himmel. Das heißt, es macht einen Unterschied in der Ewigkeit, wie wir hier und jetzt für Jesus leben. Und wenn ich doch das Beste für meine Frau möchte, dann will ich sie doch nicht in ein egoistisches Leben hier auf der Erde hineinführen. Dann will ich mit ihr an der Front stehen für das Reich Gottes, damit sie irgendwann von ihrem Herrn und Retter die Worte hört, gut gemacht. Das ist meine Ausrichtung, das ist mein Wunsch für unsere Ehe. Kann es sein, dass wir viel zu häufig diesseits orientiert sind? Wir waren sehr diesseits orientiert.
Gott hat uns gebrochen. Gott hat uns so gebrochen. 2013 durch eine Ehekrise, die eigentlich meine Fehler verursacht haben. Gott hat mich so gebrochen. 2017 hat Gott uns beide wieder gebrochen. Gott bricht immer wieder mal. Und das ist Gnade, wenn Gott bricht, weil er damit was Gutes beabsichtigt. 2017, bei mir waren es gesundheitliche Bedenken. Ich hatte eine Verdachtsdiagnose auf einen Tumor zwischen Lunge und Speiseröhre. Und es waren Monate bis zur OP, wo dann festgestellt war, es ist doch nur eine Zyste. Aber diese Zeit der Ungewissheit war eine Zeit, wo ich nachts manchmal schweißgebadet aufgewacht bin. Was ist, wenn ich nicht mehr lange lebe? Was ist, wenn es bösartiger Krebs ist? Ich habe mir mein Leben anders vorgestellt. Und Gott hat das so gebraucht, um mich zu brechen und sagen, André, wofür lebst du wirklich? Versteht ihr, ich war schon Pastor, ich war im Gemeindedienst. Und Christus wollte mich in eine noch tiefere Beziehung zu ihm führen und sagen, André, wofür lebst du? Du bist viel zu diesseits orientiert. Und im Jahr 2017 war ein Pastor aus der Ukraine bei uns in der Gemeinde. Und er hat berichtet von, er ist selber als Waise aufgewachsen, und er hat berichtet von Familien in der Ukraine, die sich um Waisenkinder kümmern. Er hat von Ehepaaren erzählt, die 10 Kinder adoptieren. 10. Und dieser Vortrag, ich war auswärts predigen, ich habe den Vortrag nicht mitbekommen, aber meine Frau sagt, André, wir müssen reden. Gott hat mich heute so überführt von meinem egoistischen Denken. Mein Denken war, ach, 3 Kinder, bald sind die groß, dann habe ich auch wieder Zeit für mich, sagt meine Frau. Und Gott hat mich durch diesen Vortrag gebrochen, zu sehen, Christen in der Ukraine nehmen 10 Kinder auf. Dann hast du kein gemütliches Leben mehr für dich und ganz viel Zeit. So nach dem Motto, ich bin es mir ja auch wert. Hast du dann nicht mehr. Aber dazu hat uns Christus auch nicht berufen. Er sagt, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Trachte zuerst nach meinem Reich. Dazu sind wir berufen, auch als Ehepaare. Es ist kein Sternchen dran, gilt aber nicht für Ehepaare. Die sollen Zeit füreinander haben. Trachte zuerst gilt für die Ehe. Und Gott hat uns so gebrochen. Und wir haben ein Anliegen bekommen, Kinder zu adoptieren. Ich erinnere mich, wie wir im Mai zusammen in die Ukraine geflogen sind. Ich kann euch sagen, diese Zeit war mit die erfüllendste Zeit. Du bist zusammen an der Front und du weißt ganz genau, wir befinden uns im Willen Gottes. Wir sind für den Herrn unterwegs. Wir fliegen in die Ukraine, weil wir adoptieren wollen. Weil wir nicht ein Durchschnittschristsein führen wollen. Weil wir wollen, dass wir wirklich zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Ich sage nicht, dass ich das nur darin zeigen muss. Versteht mich nicht falsch. Das war unser Anliegen. Wir wollten hin, um ein Mädchen zu adoptieren, und uns wurden plötzlich 3 Jungs angeboten. Hier diese 3, das sind 3 Brüder. Wollt ihr sie adoptieren? Und ich dachte im ersten Moment, das kann doch nicht sein. 3 Jungs auf einmal, wir haben schon 3 Jungs. Naja, auf der anderen Seite, wenn man 3 Jungs hat, können auch noch 3 dazukommen. Und ich habe plötzlich eine Offenheit gemerkt. Ja, der Herr schenkt mir eine Offenheit, ich bin dazu bereit. Aber ich dachte, meine Frau wird das nicht mitmachen. Und wir konnten nicht reden. Da waren alle da und es wurde uns gesagt. Und ich dachte, was wird sie denken? Ich bin eigentlich bereit. Und danach reden wir und sie sagt, André, ich habe genauso gedacht. Sie sagt, ich bin bereit, aber ich dachte, du wärst nicht bereit. Und dann haben wir für uns ein Ja gesagt. Ja, wir wollen diesen Weg gehen. Leider hat der Weg nicht funktioniert. Ich werte es heute so ähnlich wie eine Prüfung Gottes. Wo Gott mir sagt, uns gesagt, okay, ihr wollt zuerst nach meinem Reich trachten, seid ihr auch dazu bereit? Das ändert eure Bequemlichkeit in der Familie. Seid ihr dazu bereit? Es hat dann nicht funktioniert. Wir haben dann aber gesagt, auch in Deutschland ist die Not groß und dann wollen wir auf jeden Fall es mit einem Pflegekind versuchen. Und dann hat uns Gott andere Dinge aufs Herz gelegt. Und ich will dazu euch mal ein Schema zeigen, was auch praktisch für euch sein soll. Wenn ihr euch als Ehepaar einmal die Frage stellt, wo können wir zusammen für Gott an der Front leben? Weil das ist mein Appell, das ist mein Anliegen für heute Abend, dass ihr heute Abend nach Hause geht und als Ehepaar neu sagt, ja, wir wollen zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Dass ihr euch mal einfach die Frage stellt, was sind die Gaben und Fähigkeiten des Ehemannes? Was sind die Gaben und Fähigkeiten der Ehefrau? Was sind Möglichkeiten bzw. Ressourcen, die wir haben? Ja, vielleicht segnet Gott euch mit besonders viel Geld, verhältnismäßig. Vielleicht habt ihr Zeit, Zeiträume. Vielleicht habt ihr Gebäude, die ihr nutzen könnt. Und dann zu schauen, der vierte Aspekt, was sind Nöte und offene Türen? Und daraus kann sich ein gemeinsamer Einsatz als Ehepaar für den Herrn herauskristallisieren.
Natürlich ist es auch gut, wenn man getrennte Dienste hat. Die Frau in der Kinderarbeit, der Mann im Predigtdienst, da ist man nicht unbedingt direkt zusammen im Dienst. Das ist auch gemeinsamer Einsatz. Aber wir haben uns irgendwann die Frage gestellt, na gut, ich bin Pastor in der Gemeinde, ich lehre gerne. Meine Frau hat vor allen Dingen die Gabe der Hilfeleistung und Gastfreundschaft. Was wir haben, ist ein Haus. Gott hat uns ein Haus geschenkt. Wir haben ein Haus geschenkt bekommen mit 11 Zimmern. Viel zu groß für unsere Familie. Wir haben es geschenkt bekommen. Wir sagen, okay, und es gibt Nöte. Wir haben Frauen zu uns aufgenommen, die fliehen mussten, weil ihr Mann sie schlägt. Und zwar richtig brutal. Die mussten erst mal kurz weg. Und sie können heil werden. Meine Frau kümmert sich um sie. Und wir haben das Anliegen, gerade weil bei uns in der Gemeinde zurzeit so viel passiert. Wir erleben eine Erweckung bei uns in Köln-Ostheim. Wirklich eine Erweckung. Leute kommen in die Gemeinde. Wir haben einen neuen Glaubensgrundkurs gestartet, 80 Anmeldungen. Vielleicht sind etwa 10 aus der Gemeinde, 70 von außerhalb. Das hatten wir noch nie. So eine Offenheit. Menschen kommen und wollen das Evangelium hören, bekehren sich, lassen sich taufen. Das ist nicht etwas, was wir wirken, das ist etwas, was Gott wirkt. Aber wir sehen als Ehepaar so sehr das Anliegen, wir müssen diese Leute aufnehmen. Wir haben häufig bei uns sonntags am Mittagstisch Leute sitzen von 3, 4 verschiedenen Kontinenten. Ganz andere Hintergründe. Und wir können diesen Menschen gemeinsam dienen. Und ich kann euch sagen, meine Frau, die kocht jeden Tag wahrscheinlich für 14 Leute etwa, weil bei uns wohnen ja auch noch 4 Frauen mit zu unserer 6-köpfigen Familie. Und am Sonntag kommen immer noch einige Leute dazu. Und warum ich das erzähle, ist Folgendes. Manchmal fallen wir beide, meine Frau und ich habe Sonntag 3-mal gepredigt, wir haben 3 Gottesdienste, kommen nach Hause, das Haus ist voller Gäste und wir geben weiter. Und wisst ihr, was so erfüllend ist? Wir fallen manchmal Sonntagabend todmüde gemeinsam ins Bett und erleben so ein Eheglück. Nicht, weil wir sehr viel Zeit zusammen haben, nicht, weil wir ständig einen romantischen Abend nach dem anderen miteinander verbringen, aber weil uns der Dienst für den Herrn so sehr zusammenschweißt, dass wir sagen, das ist das Erfüllendste überhaupt. Und das wünsche ich mir so sehr für eure Ehen. Und ich bin mir sicher, dass das viele auch leben. Ich will euch ja auch nichts unterstellen. Aber ich wünsche es mir so sehr für eure Ehen, dass ihr für euch neu heute auch die Entscheidung trifft und sagt, ja, wir wollen als Ehepaar total für den Herrn leben. Wir wollen nicht dieses 0815-Christsein leben. Wir wollen nicht einfach nur daher leben. Wir wollen treu sein, da wo Gott uns hingestellt hat, aber wir wollen auch offen sein, Glaubensschritte zu gehen als Ehepaar. Ich kann euch sagen, es gibt nichts Spannenderes, als aus dem Boot auszusteigen wie Petrus, auf dem Wasser zu gehen und einfach nur auf Jesus zu schauen. Und Gott wirkt. Und das ist, was Eheglück ausmacht. Das ist, was bedeutet, den Herrn von ganzem Herzen zu lieben. Und ich würde gerne dafür beten, dass Gott es schenkt, dass ihr neu ermutigt werdet als Ehepaare, so komplett für Gott zu leben. Schaut mal, manchmal schauen wir uns andere Christen an und irgendwie denken wir, na gut, wir orientieren uns so ein bisschen an denen und an denen. Naja, und die sind auch nicht so ganz hingegeben, wahrscheinlich muss man auch nicht. Und dann gibt es Paare, die lieben den Herrn und reden davon, ah, die sind so ein bisschen extrem. Lass uns mal nüchterner sein. Ich wünsche es mir so sehr, dass wir für unsere Liebe zum Herrn bekannt sind. Dass wir nicht über nichts anderes reden können als über den Herrn. Wovon das Herz voll ist, geht der Mund über. Das wünsche ich mir so sehr, dass der Herr Erweckung schenkt in unseren Ehen und dass wir ihn von ganzem Herzen anbeten und ihn allein lieben. Lass uns dazu aufstehen und ich möchte gerne für uns beten. Vater im Himmel, ja, ihr Lieben, wir kommen damit dann jetzt auch zum zweiten Teil dieses heutigen Eheabends. Und jetzt geht es um die horizontale Ebene. Jetzt geht es um das liebevolle Miteinander. Wir sprechen ja über das doppelte Liebesgebot. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. In der Ehe ist unser Ehepartner unser Nächster. Ich möchte auch wieder mit einer Frage starten. Welche Bibelstellen sprechen über die zwischenmenschliche Beziehung in der Ehe? Was habt ihr zu bieten? Traut euch, ruft euch einfach rein, es wird bestimmt richtig sein. Danke.
Darauf habe ich gewartet. Hohelied, definitiv ein ganzes Buch im Alten Testament, das die zwischenmenschliche Beziehung, klar mit einer gewissen Betonung auf die romantische Beziehung, in der Ehe spricht. Was ist eine ganz entscheidende Stelle im Neuen Testament, wenn es um die Beziehung von Mann und Frau zueinander geht? Epheser 5 ist eine ganz entscheidende Stelle, aber meistens reduzieren wir das auf diese Stelle. Wenn wir darüber nachdenken, wie soll das Miteinander in der Ehe aussehen, denken wir an Epheser 5, ihr Männer liebt eure Frauen, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter und Hohelied. Und mir ist aber vor einiger Zeit wichtig geworden, es gibt doch ganz viele andere Bibelstellen, die von dem Miteinander in christlichen Beziehungen allgemein sprechen. Ja? Die sogenannten Einanderstellen. In dem Wort Miteinander steckt das Wort Einander. Was gibt es für Einanderstellen in der Bibel? Vergibt einander, stark, Viktor. Ja, was noch? Sehr gut. Einer trage des anderen Lasten, einander Lasten tragen. Ganz wichtiger Punkt. Liebt einander, dient einander und so weiter. Und ich frage mich manchmal, warum wenden wir diese Bibelstellen nicht auch konsequent auf die Ehe an? Ja, es geht nicht nur um Ehe. Wir sollen als Christen einander vergeben, wir sollen auch nicht Christen vergeben. Vergebt einander, aber in der Ehe dann doch erst recht. Ja? Und ich bin hingegangen und habe mal einige dieser Einanderstellen auf die Ehe angewandt und möchte das mit euch gerne teilen. Wie sieht das liebevolle Miteinander in der Ehe aus? Einander lieben. Ich möchte hier von Johannes 13 einmal ausgehen. Da heißt es, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Wisst ihr, was an diesem Gebot neu ist? Weil Liebe deinen Nächsten gab es schon im Alten Testament, 3. Mose 19. Was hier dran neu ist, Jesus sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Der Maßstab ist neu. Und dann sagt Jesus, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich habe euch mal einen Schuh mitgebracht. Was ist das für ein Schuh? Also von welcher Marke? Woher weißt du das? Wegen den Streifen, wegen den drei Streifen, ja? Bei drei Streifen weiß jeder, das ist Adidas. Das Auto mit vier Ringen, was ist das für ein Auto? Ja, Audi. Audi erkennt man an vier Ringen. Jetzt die Frage, woran erkennt man einen Christen? Was ist das Markenzeichen eines Christen? Die Liebe. Einen Christen erkennt man nicht in erster Linie an der Frisur. Einen Christen erkennt man nicht in erster Linie an der Kleidung. Die Bibel sagt, einen Christen erkennt man in erster Linie an der Liebe. Daran in erster Linie. Deswegen jetzt mal die Frage auf die Ehe angewandt. Woran erkennt man eine christliche Ehe? An der Liebe. Wenn man einen Christen an der Liebe erkennt und Jesus sagt, liebt einander, erkennt man eine christliche Ehe daran, dass man einander liebt. Da gibt es natürlich auch einschlägige Aussagen im Neuen Testament, zum Beispiel in Epheser 5. Ich lese diese Stelle einmal. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Das hört sich für uns so selbstverständlich an, ja, in einem Eheabend darüber zu sprechen, ihr Männer liebt eure Frauen. Wisst ihr, wo Paulus diesen Vers geschrieben hat, war das ein Paukenschlag. Paulus hat den Epheserbrief aus Rom geschrieben und er schreibt in einer Welt, die drei Prägungen hatte, kulturell, jüdisch, römisch und griechisch. Nach jüdischem Gesetz hatten die Frauen damals leider keine Rechte, sie waren Eigentum des Mannes. Also ich sage nicht laut Altem Testament, sondern nach jüdischem Gesetz. Der Mann konnte mit seiner Frau nach Belieben vorgehen, leider. Das war damals so zur Zeit von Paulus. Bei den Griechen waren die Frauen nur für den Haushalt und die Kinder zuständig und die Männer gingen ihren Vergnügungen außerhalb des Hauses nach. Das heißt, diesen Begriff der ehelichen Treue gab es damals gar nicht in der griechischen Welt. Gab es nicht. Manchmal sagen wir, heute ist die Moral so weit unten und das ist sie auch, aber sie war damals auch sehr weit unten, als Paulus das schreibt. Bei den Römern war es noch schlimmer. Und schaut mal, in diese Zeit hinein schreibt Paulus, ihr Männer, liebt eure Frauen.
Das war ein Paukenschlag in der damaligen Zeit. Schaut mal, Gottes Bedienungsanleitung für die Ehe sieht vor, dass eine Frau von ihrem Mann das bekommt, wonach sie sich am meisten sehnt, geliebt zu werden, von ihrem Ehemann. Und wisst ihr, was mich auch so fasziniert ist? Im Griechischen steht das Wort lieben hier in einer Form, das einen andauernden Zustand meint. Man könnte auch übersetzen, ihr Männer, hört niemals auf, eure Frauen zu lieben. Was heißt das für uns? Ich möchte uns Ehemänner heute Abend ermutigen, liebe deine Frau nicht nur am Abend, wenn sie die Kerzen im Schlafzimmer anmacht. Liebe sie auch am Morgen, wenn sie noch nicht Zähne geputzt hat. Hör nie auf, sie zu lieben. Liebe deine Frau nicht nur, wenn sie Mitte 20 ist. Liebe deine Frau, wenn sie 80 ist. Liebe deine Frau nicht nur in guten Zeiten. Liebe deine Frau in schlechten Zeiten. Liebe deine Frau nicht nur, wenn sie gesund ist. Liebe sie, wenn sie krank ist. Liebe deine Frau nicht nur, wenn sie dich liebt. Liebe sie sogar dann, wenn sie sich von dir abwendet. Hör nie auf, deine Frau zu lieben. Das ist das, was dieser Text sagt. Und dann setzt Paulus noch einen drauf und er hängt die Latte so hoch, wie man sie nur hängen kann. Er sagt, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben. Schaut mal, wir Männer machen so häufig den Fehler und denken, dass wir mit unseren Worten vieles gut machen können. Unsere Frau schildert uns das Leid, wo wir als Ehemänner in der Ehe wieder versagt haben oder wir haben gegen unsere Frauen gesündigt und entschuldigen uns bei ihr und dann versprechen wir, alles wird anders. Und unsere Frauen merken, es passiert nichts. Es sind bloße Worte. Wisst ihr, Christus hat nicht in Worten geliebt, Christus hat in der Tat geliebt. Er hat sein Leben gelassen, er ist ans Kreuz gegangen. Er hat in der Tat geliebt, er hat seine Liebe unter Beweis gestellt, sagt Römer. Und seine Liebe war aufopferungsvoll. Er hat sein Leben gegeben. Und ich denke, das ist wörtlich zu verstehen, wenn Paulus hier sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben, bedeutet das von uns Männern, dass wir bereit sein sollen, für unsere Frauen in den Tod zu gehen. So sehr sollen wir sie lieben. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass die meisten Männer in diesem Raum dazu bereit sind. Das hat ja auch was Heldenhaftes, oder? Auch für die Frau zu sterben. Kann man auch nur einmal. Ne? Ich denke, dass das trotzdem gemeint ist. Aber wisst ihr was? Je mehr ich drüber nachdenke, komme ich zu dem Ergebnis, wahrscheinlich ist es manchmal schwerer, jeden Tag meinem eigenen Ego zu sterben. Auch dazu bin ich berufen. Nicht nur einmal für die Frau den Heldentod zu sterben, sondern jeden Tag André sterben zu lassen, diesen egoistischen Sünder in mir. Und selbstlos zu lieben, aufopferungsvoll zu lieben. Heinrich Derksen, einer der Brüder bei uns im Pastorenteam, er sagt auf Hochzeiten schon mal während der Traupredigt, wenn ihr glücklich werden wollt, heiratet nicht. Es hört sich nicht sehr romantisch an und dann fügt er den Satz weiter, aber wenn ihr glücklich machen wollt, dann heiratet. Und schaut mal, wenn beide so denken, dann geht man mit der richtigen Haltung in die Ehe. Der eine will den anderen glücklich machen. Es geht nicht darum, glücklich zu werden, es geht darum, glücklich zu machen. Paulus sagt in 1. Korinther 13, die Liebe sucht nicht das ihre. Liebe Ehemänner, stellen wir uns auch mal die Frage, wie können wir unsere Frauen glücklich machen? Immer und immer wieder. Ist das die Frage, die uns begleitet? Wisst ihr, wir lernen etwas anderes über die Liebe Christi. Seine Liebe war initiativ. Christus hat zuerst geliebt. Römer 5 sagt, er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Wir haben ihn nicht geliebt, aber er geht den ersten Schritt. 1. Johannes sagt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Christi Liebe ist initiativ. Männer, wir könnten jetzt hier ganz tief theologisch und philosophisch über Liebe reden. Aber ich möchte dir einfach eine ganz einfache Frage heute Abend stellen als Ehemann. Weiß deine Frau, dass sie dir wichtig ist? Weiß das deine Frau? Bekommt sie es zu spüren, dass sie dir total wichtig ist? Opferst du dich für deine Frau auf? Wisst ihr, manchmal sind wir noch nicht mal bereit, unser Handy wegzulegen, wenn unsere Frau uns etwas sagen will. Das ist eine Katastrophe, so häufig, oder? Kommt eine Frau in die Seelsorge und sagt, mein Mann ist immer am Handy, ich will mit ihm reden und er ist ständig dran. Nicht sehr viel Aufopferung, nicht sehr viel Christus. Manchmal ertappe ich mich selber dabei. Meine Frau sagt, André, leg doch bitte dein Handy weg, ich will dir etwas sagen.
Ich sage, oh Mann, wieder versagt. Das ist so wenig Christus, so wenig Aufopferung. Eine Zeit lang hat meine Frau sich ernsthaft die Frage gestellt, ist André bereit, wenn wir ihn brauchen, alles für uns stehen und liegen zu lassen? Irgendwie ziehen wir immer den Kürzeren, er ist immer in der Gemeinde. Aber ist er bereit, das auch mal alles gerade mal sein zu lassen, wenn wir ihn brauchen? Das sind Fragen, die sich Ehefrauen stellen. Bin ich meinem Mann wirklich wichtig? Ist er bereit, sich aufzuopfern für mich? Der zweite Aspekt ist, liebe deine Frau initiativ. Warte nicht passiv, wenn du nach Hause kommst, auf ihre Begrüßung. Geh du nach Hause und geh du den ersten Schritt. Christus ist immer initiativ, er geht den ersten Schritt. Wir können seine Liebe in unserer Ehe widerspiegeln, wenn wir immer den ersten Schritt gehen. Warte nicht passiv, bis deine Frau mal den Vorschlag macht, wir könnten mal wieder einen Eheabend gebrauchen. Plane du das Date mit deiner Frau. Geh du den ersten Schritt. Überlege, wann du mit ihr ins Restaurant kannst. Überlege, wann du die Kinder mal abgeben kannst zu deinen Eltern, um ein Wochenende mit deiner Frau alleine zu verbringen. Sei initiativ in deiner Liebe. Wenn ihr einen Konflikt in der Ehe habt, warte nicht, bis deine Frau kommt und sich entschuldigt. Geh du den ersten Schritt. Wie Christus zu lieben, bedeutet initiativ zu lieben. Nicht zu warten, sondern zu gehen. Wisst ihr, woran die meisten Ehen scheitern? Was habt ihr für Vorschläge? Was könnte der Grund sein, warum die meisten Ehen scheitern? Paul David Tripp, ein Seelsorger, den ich sehr schätze und auch seine Bücher nur wärmstens empfehlen kann, sind auch viele im Deutschen. Er sagt, der Grund, warum die meisten Ehen scheitern, ist nicht Ehebruch, sondern Vernachlässigung. Und ich glaube, er hat recht. Und ich möchte dich heute Abend als Ehemann fragen, bist du gerade jetzt dabei, deine Ehe zu vernachlässigen? Vielleicht hast du auf stumm geschaltet, wenn deine Frau immer und immer wieder Andeutungen macht. Wir bräuchten mal wieder Zeit füreinander. Und du übersiehst das und bist weiter nur in deinem Leben, in deiner Arbeit, in deinen Hobbys drin. Irgendwann kann die Frau das schwer mittragen. Bist du gerade dabei, als Ehemann deine Ehe zu vernachlässigen? Wie kann die Frau ihren Mann lieben? Oder anders gefragt, gibt es eine Stelle, die darüber spricht, dass die Frau auch den Mann lieben soll? Johann nickt, dann wird das richtig sein. Es gibt sogar Bücher, die auf Epheser 5 aufbauen. Das Buch heißt Liebe und Respekt. Ich will jetzt nicht weiter viel über das Buch sagen, aber er stellt von Epheser 5 die These auf, weil Paulus sagt, ihr Männer liebt eure Frauen und ihr Frauen ehrt eure Männer, dass die Frauen gar nicht so sehr ihre Männer lieben sollen, sondern ehren sollen. Ja, das ist natürlich richtig, dass die Frau die Männer ehren soll. Dazu kommen wir übrigens gleich. Aber in Titus 2 steht auch, dass die Frauen natürlich ihre Männer lieben sollen. Da heißt es in Titus 2, Vers 4, da werden ältere Frauen angesprochen und sie haben die Aufgabe, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben und ihre Kinder zu lieben und so weiter. Es kann manchmal schwer fallen, als Ehefrau den eigenen Mann zu lieben. Wenn du ehrlich bist, manchmal ist es schwer. Es gibt Zeiten, da liebst du deinen Ehemann und es gibt Zeiten, da musst du deinen Ehemann lieben. Oder? Andersrum auch. Und doch ist das gute Liebe ist eine Entscheidung. Und wir können uns immer dafür entscheiden, zu lieben, weil Christus uns befähigt. Das ist das Gute. Aber es ist oft schwer, den Mann zu lieben. Und ich frage mich immer noch, in welcher Gemeinde wird das praktiziert? Ich habe noch keine Gemeinde gefunden. Vielleicht ist Raden die erste, wo ältere Frauen, und das müssen nicht Frauen unbedingt mit 80 sein, einfach Frauen, die schon etwas länger im Glauben sind, gezielt auf die neu verheirateten Frauen zugehen und sagen, komm, wir treffen uns ab und zu mal zum Frühstück. Und ich erzähle dir gerne aus meiner Erfahrung, was Gott mich gelehrt hat, meinen Mann zu lieben. Das will ich dir beibringen. Paulus sagt, das ist die Aufgabe von älteren Frauen, junge Frauen zu unterweisen, ihre Männer zu lieben, weil es nicht immer einfach ist, als Frau den Mann zu lieben. Und ich wünsche es mir so sehr, dass das mehr und mehr in unseren Gemeinden praktiziert wird, von Frau zu Frau, Lehre, wie kann ich den Mann lieben? Was bedeutet es praktisch, den Mann zu lieben? Ich habe hier einen Vers aus dem Buch Sprüche einmal mitgebracht. Wenn wir die Latte bei den Männern schon so hochgehangen haben mit Christus, will ich die bei den Frauen auch ein bisschen höher hängen. Und wir nehmen die Sprüche 31, Frau. Da ist die Latte auch ein bisschen höher.
Da heißt es in Sprüche 31, Vers 12 über diese Frau: Sie erweist ihm, also ihrem Mann, Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Das heißt, hier ist eine Frau, deren Liebe sich darin zeigt, dass sie ihrem Mann immer und immer wieder Gutes tut. Sie ist darin konstant. Ihre ständige Frage, mit der sie, diese Frau, durchs Leben geht, ist: Wie geht es meinem Mann? Wie kann ich meinem Mann Gutes tun? Geht es meinem Mann gut? Diese Frau wird ihren Mann nicht öffentlich bloßstellen vor anderen. Übrigens, was eine Frau über ihren Mann sagt, sagt oft mehr aus über die Frau als über ihren Mann. Ja, ihr habt recht gehört. Was eine Frau über ihren Mann sagt, sagt oft mehr über die Frau aus als über den Mann. Ich habe zwei Beispiele vor Augen. Eine Frau, die in die Seelsorge kam und erzählt hat, welche Probleme ihr Mann ihr macht. Und ich dachte, wow, da muss ich jetzt ganz schnell helfen. Habe mich mit dem Mann getroffen und je mehr ich mich mit dem Mann treffe, stelle ich fest, das Problem liegt nicht an ihm. Das Problem liegt an ihr. Und sie ist damit halbwegs öffentlich umgegangen, was sie für einen Mann hat. Das Problem liegt an ihr. Dann kenne ich eine Frau, wo ich weiß, der Mann hat echte charakterliche Probleme. Dieser Mann ist kompliziert. Und diese Frau redet nur positiv über ihren Mann. All das Gute, was sie an ihrem Mann findet, sagt sie öffentlich. Und das, was nicht gut ist, verschweigt sie. Das klärt sie woanders mit dem Herrn. Wie eine Frau über ihren Mann redet, sagt häufig mehr aus über die Frau als über den Mann. Die Frage, die ich dir heute als Ehefrau stellen möchte, ist: Wie redest du über deinen Mann? Gehst du mit dieser Frage durchs Leben: Wie kann ich meinem Mann Gutes tun? Wie kann ich meinem Mann ein Segen sein? Ihr Lieben, ich bin mir dessen bewusst, dass wenn wir uns damit beschäftigen, dass wir immer wieder unsere Versagen sehen, oder? Ganz ehrlich, ich sehe so viele Versagen in meinem Leben. Wenn ihr wüsstet, häufig laden mich Gemeinden ein zu Ehethemen, weil sie mich aus den Vorträgen kennen. Manchmal würde ich am liebsten sagen: Fragt bitte auch mal meine Frau. Ich bin ein Versager und brauche Christus. So sehr, ich brauche ihn jeden Tag. Aber genau das ist die Hoffnung für unsere Ehe, das Evangelium. Es gibt Vergebung, es gibt Neuanfänge. Und auch wenn du heute Abend merkst, der Herr weist einen Punkt auf nach dem anderen, wo du als Ehemann gerade versagst oder wo du als Ehefrau versagst, möchte ich dir Mut machen: Geh zum Kreuz, es gibt Gnade für dich. Es gibt Gnade für eure Ehe, Gnade ist überreich vorhanden. Wichtig ist, dass wir bekennen und zum Kreuz gehen. Wir kommen zum nächsten Punkt, wie sich ein liebevolles Miteinander zeigt: Einander dienen. Die Bibel spricht immer darüber, dass wir einander dienen sollen. Und natürlich beginnt das in der Ehe. Eine Frage, die ich hier in den Raum stellen möchte: Sollen Männer ihren Frauen dienen? Das heißt ja in der Bibel, die Frau ist die Gehilfin für den Mann. Sollen auch wir Männer unseren Frauen dienen? Bitte? Logisch, danke. Ich möchte auf zwei Aspekte hier eingehen. Einmal auf die Frau als Gehilfin für den Mann. Und dann auf den Mann als dienender Leiter, dienende Leiterschaft. Zuerst einmal sprechen wir über die Ehefrau als Gehilfin. Da heißt es in Mose 2, Vers 18: Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Wisst ihr, Frauen, die so ein bisschen feministisch veranlagt sind, sehen in diesem Wort Hilfe eine zweitrangige Behandlung. Ja, wir sind irgendwie nicht ganz vollwertig, wir sind einfach nur Gehilfinnen. Aber wisst ihr, was das hebräische Wort, das hier für Hilfe verwendet wird, verwendet Gott für sich selbst und sagt: Ich bin Helfer. Also das Wort zeigt nicht Zweitrangigkeit. Das Wort zeigt Funktion, das Wort zeigt Wesen, das Wort zeigt Aufgabe: Ich helfe. Und die Bibel sagt, die Frau ist die Gehilfin für den Mann. Im Neuen Testament wird das auch mit dem Konzept der Unterordnung beschrieben. Und das ist für viele ein Stolperstein, auch gerade in der heutigen Zeit. Letzten Sonntag kam eine Frau auf mich zu. Ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, wir erleben momentan besondere Zeiten. Und eine Schwester aus der Gemeinde, die sich selber erst hat vor kurzem taufen lassen, bringt eine Frau mit und sagt: Ich habe die im Rewe getroffen. Wir haben über den Glauben geredet und jetzt ist sie Sonntag hier in der Gemeinde. Die Frau erzählt mir sofort: Ja, ich bin nicht Christ, ich bin spirituell unterwegs. Da haben wir ganz viele von Okkultismus und so weiter. In Deutschland ein Riesenthema geworden. Und jetzt ist sie da und sie will mit mir über Unterordnung reden.
Ich würde mit ihr am liebsten über das Evangelium reden, aber die Unterordnung ist erstmal ihr Stolperstein. Da dachte ich, gut, dann reden wir über Unterordnung. Und ich rede mit ihr und sie stößt sich so sehr an der Unterordnung und wir reden weiter und ich stelle fest, alles klar, sie wird öfter von ihren Männern geschlagen. Sie hatte mehrere Männer und wurde immer wieder geschlagen und sie versteht deswegen das Konzept Unterordnung nicht. Unterordnung müssen wir biblisch verstehen. Unterordnung meint nicht Unterdrückung. Unterordnung hat nichts mit Unterdrückung zu tun und es ist schade, dass Männer manchmal meinen, den Boss spielen zu müssen, sich bedienen zu lassen, ihre Frauen als Dienstmädchen für ihre egoistischen Wünsche zu betrachten, Männer, die ihre Frauen in der Ehe tyrannisieren. Die Bibel sagt, ihr Männer, wohnt einsichtig mit euren Frauen zusammen als dem schwächeren Gefäß. Ein Gefäß, das zerbrechlich ist, mit dem man kostbar umgehen muss, sorgfältig umgehen muss, wie eine Ming-Vase. Eine Ming-Vase kostet Millionen. Wenn man eine Ming-Vase transportiert, geht man sehr behutsam mit dieser Vase um. Und Petrus sagt, genau so sollen wir Männer mit unseren Frauen umgehen. Also Unterordnung hat nichts mit Unterdrückung zu tun. Unterordnung hat nichts mit Minderwertigkeit zu tun. Überhaupt nicht. Weil Gott sagt, Mann und Frau sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Sie sind gleichwertig. Aber sie sind nicht gleich. Sie haben unterschiedliche Aufgaben bekommen in der Ehe. Unterordnung meint, dass eine Frau die Verantwortung, die Leitung ihres Ehemannes für die Ehe akzeptiert. Und zwar nicht nur mit Zähneknirschen, sondern dankbar und ihn bei seiner Leitungsaufgabe unterstützt. Das ist Unterordnung im biblischen Sinne. Und da möchte ich euch Frauen auch wirklich Mut machen. Wir leben in einer Welt, die euch etwas anderes predigt. Aber ich will euch so sehr Mut machen als Ehefrauen, an dieser Stelle die biblische Wahrheit hochzuhalten und nicht nur hochzuhalten als ein Bekenntnis, sondern sie wirklich in der Ehe leben. Dass ihr darin ein Vorrecht seht, Gehilfinnen zu sein für eure Männer, denen Gott Verantwortung gegeben hat. Ich bin so dankbar für meine Frau, die so eine Unterstützerin für mich ist. Ständig unterstützt sie mich im Dienst, ermutigt mich. Ein ganz kleines Beispiel. Ich bin gestern spät abends nach Hause gekommen aus der Gemeinde. Es ist zurzeit viel. Und heute mussten wir schon um 6 Uhr losfahren, weil wir ja noch in Lienen waren. Und ich komme abends nach Hause, meine Frau liegt schon im Bett und alles ist vorbereitet. Die Klamotten, die ich anziehen soll, etwas Essen für die Fahrt, alles wunderbar vorbereitet. Und ich komme nach Hause und sage, danke Herr, für so eine wunderbare Frau. Was für eine Stütze. Entschuldigung, wenn ich da emotional werde, aber ich bin wirklich dankbar. Wirklich dankbar für meine Frau. Und ich will euch als Ehefrauen heute Abend ermutigen, ihr könnt so eine Bereicherung, so ein Segen sein für eure Ehemänner. Und haltet das hoch. Sagt von Herzen her, wenn du es willst, bin ich gerne eine Unterstützerin für meinen Ehemann. Sehr, sehr gerne. Der Mann als dienender Leiter, das ist die Aufgabe, wie können wir Männer in der Ehe unseren Frauen dienen. Ich denke, das beste Beispiel ist auch hier unser Herr Jesus Christus. Da heißt es in Johannes 13, 1 bis 4, vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überliefere, steht Jesus, und jetzt kommt's, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hat und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf, legt die Oberkleider an und er nahm ein leinendes Tuch und umgürtete sich. Und dann beginnt die Fußwaschung. Was mich hier dran fasziniert ist, Jesus ist in dem Bewusstsein, alle Macht zu haben. Er ist sich dessen bewusst, ich bin der Herrscher der ganzen Welt. Ich habe alle Macht. Ich bin der Leiter, ich habe die Autorität überhaupt. Und er steht auf und verrichtet die niedrigste Sklavenarbeit in der damaligen Zeit. Jesus ist unser Vorbild für dienende Leiterschaft. Wieso denken wir Männer manchmal, wir haben ein Recht, bedient zu werden? Wie kommen wir da drauf? Wie kriegen wir das theologisch vereinbart? Jesus kam nicht, um bedient zu werden, er kam, um zu dienen. Wir sollten, wenn wir von der Arbeit nach Hause fahren, uns überlegen, wie können wir gleich unserer Frau dienen? Nicht, was hat sie für uns vorbereitet, wie dient sie uns? Unsere Aufgabe ist, uns darauf zu fokussieren, wie können wir dienen? Wie können wir jetzt ein Segen sein
für unsere Frauen, für unsere Kinder, für unsere Familien. Es geht nie um herrschende Leiterschaft, das finde ich in der Bibel gar nicht. Höchstens bei Negativbeispielen. Jesus kam in dienender Leiterschaft. Und genau das ist die Berufung, die wir als Männer haben. Ich bin so dankbar für meinen Vater, dass er mir so ein Vorbild war in dienender Leiterschaft. Mein Vater ist Pilot, er war beruflich auch oft weg, aber ich habe folgendes Bild in Erinnerung. Immer wenn Papa zu Hause war, am Mittagstisch, wir hatten keine Spülmaschine, nach dem Mittagessen steht Papa auf und wäscht mit Mama zusammen das ganze Besteck. Dienende Leiterschaft. Ich habe einen Vater kennengelernt, der zu Hause Diener war. Und ich habe mich viele Jahre danach mal bei ihm bedankt. Weil wenn du selber verheiratet bist, stellst du fest, wie sehr dein Vater dich teilweise geprägt hat. Nicht unbedingt am Anfang, aber mehr und mehr. Ich habe gesagt, Papa, ich bin dir so dankbar. Du hast dienende Leiterschaft gelebt. Und ich durfte davon lernen. Über Christus heißt es, er kam nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Ich möchte uns Männer ermutigen, uns wirklich immer wieder die Frage zu stellen, wie können wir unseren Frauen dienen? C.J. Mahaney ist ein Bruder aus Amerika, den ich sehr schätze. Und er hat es wie folgt gemacht. Er hat sich immer Sonntagabend Zeit genommen, ist ins Café gegangen, manchmal auch am Montag, und hat sich den Kalender für die nächste Woche angeschaut und geguckt, was steht im Leben meiner Frau nächste Woche an? Was hat sie für Termine? Was belastet sie gerade? Und er hat geplant, immer am Sonntagabend, wie kann ich in dieser Woche für meine Frau ein Segen sein? Wie kann ich ihr dienen? Ich will es in meiner Ehe umsetzen. Es gelingt mir nicht immer, aber ich setze mich auch immer wieder hin und stelle mir die Frage, wie kann ich meiner Frau dienen? Männer, lasst uns das angehen. Genauso auch ihr Frauen. Stellt euch wirklich immer wieder, wenn ihr mal Ruhe habt, ein bisschen die Frage, wie kann ich in dieser Woche meinem Mann dienen? Dienende Haltungen in der Ehe sind so kostbar. Je mehr wir dienen, desto mehr wird Jesus sichtbar in unserer Ehe. Und die Kinder werden es mitbekommen. Eine besondere Form des Dienstes ist, einander Lasten zu tragen. Das wurde vorhin genannt, als wir hier zusammengetragen haben, die einander stellen. Wisst ihr, es gibt leider in christlichen Büchern auch viele Lügen. Deswegen sagt die Bibel, wir sollen alles prüfen. Ich habe vor einiger Zeit in einem christlichen Buch, ich nenne jetzt keinen Verlag, mir geht es nicht in erster Linie darum zu schießen, aber ich war erschüttert, folgenden Ratschlag zu hören in einem christlichen Buch. Meide Menschen, die dir Kraft kosten. Überleg das mal. Meide Menschen, die dir Kraft kosten, so als Tipp. Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Die Bibel sagt, helft einander, eure Lasten zu tragen. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Wenn wir einander anfangen, Lasten zu tragen, dann werden wir dadurch auch ein Stück weit belastet. Ja? Wer Lasten trägt, lädt auch Last auf sich. Und was mich an diesem Vers auch ein Stück weit, ja, nicht in erster Linie fasziniert, aber was mir auffällt, ist, die Bibel geht selbstverständlich davon aus, es gibt Lasten im Leben eines Christen. Hier wird gar nicht diskutiert, ob es Lasten gibt oder für den Fall, dass mal eine Last aufkommt, Lasten sind da. Der Punkt ist, helft einander, sie zu tragen. Wisst ihr, manchmal starten junge Ehepaare mit einer ganz großen rosaroten Brille in die Ehe. Das ist nicht schlimm. Ich glaube, das haben wir alle ein Stück weit, war das unser Start. Aber irgendwann kommt man so im Leben an, oder? Bei den einen früher, bei den anderen später. Aber dieses Leben, in dem wir leben, bringt immer Lasten mit sich. Es wird früher oder später Lasten mit sich bringen, auch für die Ehe. Lasten sind eine Realität in unserem Leben. Und die Bibel fordert uns dazu auf, helft einander, Lasten zu tragen. Jetzt könnte man einwenden, naja, aber es reicht doch einfach, wenn wir unsere Last Gott abgeben. Steht doch in 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorgen werft auf ihn. Er sorgt für euch, da müssen wir doch nicht andere Menschen mit unseren Sorgen belasten. Oder wir müssen nicht anderen helfen, die Last zu tragen, er soll sie Gott abgeben. Es gibt eine sehr, sehr interessante Stelle aus dem Leben von Paulus und diese Stelle fasziniert mich ein Stück weit. Da heißt es in 2. Korinther 7, 5 bis 6, da sagt Paulus über sich, zunächst nämlich fanden wir, schwach wie wir sind, auch dann keine Ruhe, als wir nach Mazedonien kamen. Paulus sagt, wir waren schwach. Im Gegenteil, wir fanden keine Ruhe, wir gerieten von allen Seiten unter Druck.
Paulus nimmt uns hier auch in sein emotionales Leben mit rein. Er sagt, nach außen hin mussten wir uns gegen Angriffe wehren und in unserem Inneren wurden wir von Sorgen und Befürchtungen umgetrieben. Kennst du das? Nachts im Bett wach zu liegen und Sorgen rauben dir den Schlaf. Ich kenne das, du vielleicht auch. Befürchtungen, plötzlich Ängste, vielleicht sogar manchmal Panik. Paulus sagt, ich kenne das. In dieser Situation waren wir, als wir nach Mazedonien kamen. Und dann nimmt dieser Text eine Wende in Vers 6. Doch Gott, der die Niedergeschlagenen tröstet und ermutigt, hat uns durch die Ankunft von Titus neuen Mut gegeben. Versteht ihr? John Stott, den ich sehr schätze, er schreibt dazu, Gottes Trost wurde Paulus nicht durch sein privates Gebet und das Warten auf den Herrn gegeben, sondern durch die Begleitung eines Freundes und durch die gute Nachricht, die er überbrachte. Menschliche Freundschaft, in der wir einander helfen, unsere Lasten zu tragen, ist Teil der Absicht Gottes für sein Volk. Gott möchte, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen, aber er sorgt für uns manchmal durch andere Menschen. Den letzten Satz könnte man eigentlich auf die Ehe umfunktionieren. Ehen, in denen wir einander helfen, unsere Lasten zu tragen, das ist Teil der Absicht Gottes für die Ehe. Jetzt möchte ich ein bisschen praktischer werden. Was können es für Lasten in der Ehe sein? Einmal kann Sünde eine Last sein. Sünde, die die Ehe belastet. Warum sage ich das? In Galater 6, Vers 1, das ist der Vers direkt hier vor. Also wir müssen ja immer den Kontext betrachten. Da geht es um Sünden. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, also zu Sünde, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lässt, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber auch jeder von euch selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Paulus nimmt hier den Fall an, dass ein Christ in Sünde fällt. Und er sagt, dann haben wir als andere Christen die Aufgabe, ihm zu helfen. Nicht mit dem Hammer, sondern in Sanftmut. Der Hammer kommt bei der Frucht des Geistes nicht vor. Sondern in Sanftmut sollen wir ihm zurechthelfen. Das heißt, wenn wir diesen Vers auf die Ehe anwenden, dann kann Lasten zu tragen, einander helfen, Lasten zu tragen in der Ehe bedeuten, ich helfe dir, von Sünden loszulassen. Ich helfe dir, Sünden zu erkennen in deinem Leben und dich liebevoll zu überführen von der Sünde. Natürlich gibt es da auch Grenzen. Es gibt schon den Fall, wo man sagen muss, da ist vielleicht nicht der Ehepartner die beste Person, da sollte ein Seelsorger her, damit der Ehepartner nicht dauerhaft belastet wird, gerade wenn es um hartnäckige Sünden geht. Aber ich denke schon, dass wir als Ehepartner eigentlich eine enorme Chance haben, uns zu helfen in der Heiligung. Schaut mal, es gibt Sünden in deinem Leben, von denen nur dein Ehepartner weiß, oder? Kein anderer kriegt es mit. Aber dein Ehepartner kriegt es mit, weil er 24/7 mit dir zusammenlebt. Und ich möchte das auch als Chance mal herausstellen. Wir haben so sehr die Möglichkeit, unserem Partner zu helfen, in der Heiligung zu wachsen, weil wir sein Leben viel mehr sehen als alle anderen Menschen. Paul David Tripp sagt, die Ehe ist Gottes Werkraum für etwas, das größer ist als die Ehe. Das heißt, was Gott mit der Ehe eigentlich beabsichtigt, ist, uns Jesus ähnlich zu machen. Und ich bin so dankbar, ich kann das aus meiner Erfahrung sagen und wahrscheinlich du auch, ich hoffe es, dass du sagen kannst, Gott hat in meinem Leben vor allen Dingen meinen Ehepartner gebraucht, um mich zu heiligen. Wisst ihr, nach einer Predigt bekomme ich selten negatives Feedback. Wenn es den Leuten nicht gefallen hat, sagen sie nichts. Wenn es ihnen gefallen hat, kommen sie und bedanken sich. Meine Frau ist die Einzige, die mich nach einer Predigt auch mal liebevoll kritisiert und ich bin so dankbar dafür. Sie kommt zu mir und sagt, André, das und das hast du gesagt, du wolltest einfach nur cool sein, hör auf damit. Im ersten Moment ist das eine Ohrfeige, im zweiten Moment sage ich, Schatz, ich bin dir so dankbar dafür. Danke, weil du liebst mich wirklich, deswegen sagst du es. Auf unserer Fahrt, ich habe das Wochenende gerade von dem Wochenende berichtet, wir waren seit langem mal wieder alleine zu zweit weg. Und ich habe gemerkt, ich weiß nicht, ob ihr das auch manchmal in eurer Ehe merkt, ich merke das manchmal bei uns, wir sind uns nicht mehr ganz so nah irgendwie. Da ist irgendwas. Meine Frau ist ein bisschen verschlossener geworden. Ich merke, wir müssen hier wieder tiefer durchdringen. Was ist eigentlich gerade zwischen uns? Und ich habe auf der Hinfahrt, wir hatten genug Zeit, ich habe gesagt, Schatz, bitte erzähl mir, was du für Sünden in meinem Leben siehst.
Und meine Frau hat ausgepackt. Es ist gut, dem Partner die Vorlage zu geben. Das macht es für ihn leichter, die Sachen anzusprechen. Vielleicht gehst du heute Abend zu deinem Ehepartner und sagst, bitte erzähl mir mal, wie nimmst du mich wahr? Wo siehst du Sünden in meinem Leben? Helf mir, die Last zu tragen, im Sinne von Sünden zu lassen. Meine Frau hat mich, Gott hat sie so sehr gebraucht auf dieser Fahrt, um mir Dinge zu zeigen, die ich selber nicht mehr gesehen habe. Und ich musste Buße tun über Stolz. Ich musste Buße tun, dass ich Dinge nur tue aus Anerkennung von Menschen. Das hat kein Mensch gesehen, das habe ich nicht gesehen. Meine Frau hat es gesehen und sie hat mir geholfen, wieder zurechtzufinden. Und ich bin noch dabei. Ich möchte euch ermutigen, das als Chance zu sehen für eure Ehe, einander zu helfen, Sünden zu meiden. Es ist was schön. Heiligung ist was Schönes, weil es uns Christus ähnlicher macht. Es können aber auch andere Lasten sein. Ich denke, Paulus meint hier nicht nur Sünden. Krankheit kann eine Last sein. Kranke Menschen leiden. Eine Krankheit kann oft mit Schmerzen verbunden sein. Dazu kommen unzählige Arztbesuche. Es ist eine Belastung für die Ehe. Und schaut mal, so viele Dinge wissen wir noch nicht, die kommen werden, wenn wir einander heiraten. Das sagen wir so schnell, ja, in guten und in schlechten Zeiten, in Gesundheit und in Krankheit. Aber was ist, wenn eine wirklich heftige Krankheit kommt? Stehen wir dann immer noch zu unserem Wort? Unsere Oma, die ich heute noch ganz kurz besucht habe hier in Espelkamp, sie hat jahrelang meinen Opa hingebungsvoll gepflegt. Er ist vor ein paar Jahren an Krebs gestorben. Er war jahrzehntelang krebskrank. Besonders am Ende war es so schwer. Und diese Frau ist für mich eine Glaubensheldin, meine Oma. Was sie geleistet hat, ich meine, sie ist auch gelernte Krankenschwester, aber trotzdem, sie ist selber gebrechlich. Was sie alles für ihren Mann getan hat, als es drauf ankam, war sie da. Sie hat die Lasten getragen, das, was sie vor dem Traualtar versprochen hat, in guten und in schlechten Zeiten. Und es ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder sagen, auch jetzt, wo wir gesund sind. Schatz, egal was kommt, wir halten zusammen. Ich bin für dich da. Diese Lasten helfe ich dir zu tragen. Ich war vor einigen Jahren auf einer Pastorenkonferenz mit einem sehr besonderen Thema. Da wurde über die Schwachheiten im Leben eines Dieners Gottes gesprochen. Und das Bemerkenswerte war, dass alle Redner von ihren Schwachheiten erzählt haben. Wisst ihr, manchmal versuchen wir, eine Maske aufrechtzuerhalten, damit alle Menschen gut von uns denken. Es ist so befreiend, die Maske mal fallen zu lassen. Und es ging um Schwachheiten. Und in dem Programmheft konnte man immer sehen, wer der nächste Redner ist. Und teilweise waren es sehr bekannte Redner, Erwin Lutzer, ja, seine Bücher schätzen wir hier in Deutschland und so weiter. Und man konnte schon immer sehen, okay, wer ist als nächstes dran? Und dann hast du die Brüder in der ersten Reihe gesehen. Und plötzlich saß kein Bruder da. Und ich dachte, Moment, der nächste Prediger muss doch kommen. Und dann war ich zutiefst im ersten Moment schockiert. Der nächste Prediger wurde reingefahren in einen besonderen Rollstuhl, bis hierhin komplett gelähmt, ein junger Mann. Er war Pastor einer Gemeinde, einer wachsenden Gemeinde. Er war auch übergemeindlich aktiv für den Herrn. Und eines Tages war er nachts im Hotel, weil er auf Dienstreise war. Und er wacht nachts auf und geht ins Bad und unterwegs verliert er seinen Gleichgewichtssinn, stürzt und bricht sich das Genick. Er lag mehrere Stunden, konnte sich nicht bewegen im Teppich. Und in Amerika sind die Teppiche dicker und er wäre fast erstickt, bis endlich jemand kam, um ihm da rauszuhelfen. Und er hat jetzt berichtet auf dieser Konferenz, man hat es so eingestellt, dass er zumindest reden konnte. Und das, was er gesagt hat, ist, ihr Lieben, eigentlich bin ich für meine Frau wie ein Kind, noch schlimmer. Sie muss mich komplett versorgen, ich kann nicht alleine essen. Und es war so ein bewegender Moment, wo er gesagt hat, aber meine Frau hat mir noch nie, auch nur andeutungsweise, zu verstehen gegeben, dass ich eine Last für sie bin. Wisst ihr, Lasten zu tragen in der Ehe kann hart werden. Und wir werden den Herrn brauchen. Aber ich will euch ermutigen, euch das jetzt schon zu sagen. Wir gehen mit dem Herrn in seiner Kraft, auch durch diese Zeiten, wenn sie kommen sollten. Dann stehen wir zusammen. Denn wir lieben einander und wir tragen einander die Lasten. Und dann gibt es noch die alltäglichen Lasten, die vielleicht im ersten Moment weniger dramatisch sind, aber auch eine wirkliche Last werden können, die berufliche Situation bei deinem Mann. Bist du darüber informiert als Ehefrau, was dein Mann vielleicht auf der Arbeit durchmacht?
Wisst ihr, wir Männer reden nicht so gern über unsere Schwächen, aber ich kenne viele Männer, die teilweise weinen aufgrund des Drucks, den sie auf der Arbeit haben. Sie wachen nachts auf und können nicht mehr schlafen, weil sie Ängste haben. Ich mache was falsch, ich werde den Job verlieren, ich kann meine Familie nicht versorgen. Männer haben viel mehr mit Ängsten zu kämpfen, als Frauen vielleicht denken. Manchmal weinen Männer aufgrund des Drucks. Wenn dein Mann durch solche Zeiten geht, braucht er dich. Bitte sag ihm in diesen Zeiten, Schatz, selbst wenn du die Probezeit nicht schaffst, du bist mein Held. Und wir gehen da durch. Das tut einem Mann so gut, von seiner Frau zu hören, es hängt nicht von seiner Leistung auf der Arbeit ab. Sie steht so oder so zu ihm, das kannst du deinem Mann sagen. Und ihn ermutigen, ihn mal nachfragen, wie geht es dir, wo kann ich für dich beten? Mal zu schreiben, Schatz, ich bete gerade für dich, damit du gelingen hast auf der Arbeit. Helf deinem Mann, die Last zu tragen, die Lasten des Alltags, die manchmal viel größer sind, als wir denken. Dann gibt es aber auch die Last, die vor allen Dingen Ehefrauen und Mütter erleben. Es ist die Last des Haushalts und der Kindererziehung. Das Fiese daran ist, dass es oft kleingeredet wird. Ach ja, reg dich mal nicht so auf mit 3 Kindern, wir haben 6. Ist doch keine Last, die du erlebst. Doch, es ist für sie eine Last. Wenn 3 Kinder auch mal schwierig sind, alle auf einmal, dazu kommt die Eintönigkeit, die ihr Haushalt manchmal mit sich bringt. Windeln wechseln, füttern, Windeln wechseln, füttern und so weiter. Es passiert nichts Neues. Man ist mehr als 8 Stunden mit Leuten zusammen, mit denen man nicht auf Augenhöhe reden kann. Das ist belastend irgendwann. Es ist nicht so, dass eine Mutter das nicht gerne macht, aber es kann auch trotzdem eine Last werden. Das schließt sich nicht immer aus. Da ist es so wichtig, dass wir uns als Männer dessen bewusst sind. Meine Frau hatte sehr vor einigen Wochen auch noch mit unserer Tochter zu kämpfen. Es ist nicht immer einfach mit Pflegekindern. Das gehört zur ganzen Wahrheit. Es ist nicht etwas Romantisches einfach nur. Es ist manchmal knallharter Alltag. Und manchmal haben wir fast Sorge, dass sich das auf unsere Familie auswirkt. Das ist manchmal, ich will das hier nicht weiter ausführen, aber es ist manchmal sehr, sehr schwer. Wenn man sich dann als Mann nicht weiter in die Situation hineinversetzt und der Frau nicht zu verstehen gibt, ich bin auch für sie zuständig und eigentlich trage ich als Ehemann sogar die Hauptverantwortung, lastet zu viel auf der Frau. Lass uns mal ganz offen reden über die Passivität der Männer. Ich glaube, dass viele Frauen Lasten tragen auf ihren Schultern, für die ihre Schultern nicht gemacht sind. Und das hängt mit der Passivität von Ehemännern zusammen. Warum schneide ich dieses Thema heute Abend hier an? Weil es mit Lastentragen zusammenhängt. Wir haben bei Liebevoll, das ist ein Projekt, das wir als Gemeinde gestartet haben für Ehepaare, haben wir vor einiger Zeit eine Umfrage gemacht und unsere Zuhörer konnten einfach Vorschläge schicken, welche Themen wir behandeln sollen, was sie in den Ehen bewegt. Und es haben Leute aus ganz Deutschland geschrieben. Und wisst ihr, was die Ehefrauen am öftesten geschrieben haben, am häufigsten? Bitte macht mal ein Thema zur Passivität der Männer. Mein Mann leitet geistlich nicht. Mich rief eine Frau an, völlig erschüttert und am Ende, sie hatte einen Nervenzusammenbruch und sagt mir, André, einer unserer Söhne hat sich geoutet, dass er homosexuell ist, ich werde damit nicht fertig. Mich macht das so fertig. Und mein Mann sagt, ich soll mich darum kümmern. Weil er nicht so der geistliche Typ ist, er ist eher der praktische. Ich soll mich darum kümmern. Unsere anderen beiden Söhne bringen ihre Freundinnen nachts mit nach Hause. Ich habe damit ein Problem, André, aber mein Mann schickt mich vor. Und je länger ich dieser Frau am Telefon zuhöre, wird mir klar, wo ist der Mann? Diese Frau trägt zu viel. Gott wollte nicht, dass sie diese ganze Last auf ihren Schultern trägt. Der Mann sollte sie tragen. Die Passivität der Ehemänner ist ein Riesenproblem. Fragt euch mal ganz kurz, wer von euch hatte die Initiative, heute Abend herzukommen? Wahrscheinlich die Frau. 80% der christlichen Literatur, die es auf dem Markt gibt, wird von Frauen gekauft, nicht von Männern. In der Gemeinde dienen, das ist in Raden wahrscheinlich anders, aber in der Regel dienen in der Gemeinde mehr Frauen als Männer. Frauen sind gern bereit, sich einzusetzen. Wo sind die Männer in den Gemeinden? Man sagt in der Mission, gerade in die schweren Länder, wo es wirklich hart ist, wo viel Christenverfolgung ist, sagen Missionsgesellschaften, wir haben ein Bewerberverhältnis von 4:1. 4 Frauen bewerben sich und nur ein Mann.
Versteht ihr, wenn ich das höre, stelle ich mir die Frage, kann es sein, dass wir Männer passiv geworden sind? Schon Adam hatte im Garten Eden diese Tendenz. Er stand neben Eva, sie gab ihrem Mann von der Frucht, sie gab sie ihrem Mann, der bei ihr war. Adam stand daneben und war passiv. Eli war passiv bei der Erziehung. Das Einzige, was er seinen Söhnen sagt, ist nicht doch, ich höre Schlechtes über euch. Und Gott richtet ihn, weil er passiv war. Die Passivität der Männer ist ein Grund dafür, dass Frauen eine Last tragen, die sie gar nicht tragen sollten. Männliche Passivität widerspricht der Rolle, die Gott dem Mann zugedacht hat. Passivität hängt nicht mit der Persönlichkeit des Mannes zusammen. Wir Männer sollten nicht die Ausrede finden, ja, ich bin nicht so ein Alpha-Tier. Wisst ihr was, ich habe Männer kennengelernt, das sind ganz stille Männer im Hintergrund und sie leiten zu Hause. Sie sind nicht passiv. Das hängt nicht mit der Persönlichkeit zusammen. Dann gibt es Männer, die leiten scheinbar überall, haben überall ein großes Mundwerk, zu Hause sind sie passiv. Passivität hängt nicht mit der Persönlichkeit des Mannes zusammen. Passivität ist auch nicht den Umständen geschuldet. Einige Männer sagen, ich habe so viel auf der Arbeit zu tun, deswegen bin ich zu Hause passiv. Das ist keine Entschuldigung. Meine Frau ist so dominant, dann ziehe ich den Kürzeren. Das ist keine Entschuldigung. Das ist kein Grund für deine Passivität. Ich bin nicht so der geistliche Leiter, eher der praktische Typ. Gott sagt, du bist geistlicher Leiter. Meine Frau ist intelligenter als ich und auch länger im Glauben. Ja, es kann im ersten Moment eine Herausforderung sein, aber es ist keine Entschuldigung, als Mann passiv zu sein. Wisst ihr, Passivität ist in den meisten Fällen eine aktive Entscheidung. Passivität ist in den meisten Fällen eine aktive Entscheidung. Wenn wir als Männer nach Hause kommen und uns entscheiden, erstmal schlafen zu gehen. Ich sage nicht, dass das immer unberechtigt ist, versteht mich nicht falsch. Aber wenn wir uns entscheiden, wir gucken jetzt lieber das Fußballspiel. Wenn wir uns entscheiden, wir checken jetzt zu Hause nochmal unsere E-Mails, sind das alles aktive Entscheidungen, die dazu führen, dass wir in der Ehe gerade passiv sind. Männer, das ist mir ein Anliegen. Das ist mir ein Anliegen. Chronische Passivität ist eine angelernte Gewohnheit. Und stell bitte heute Abend als Mann deiner Frau, wenn ihr nachher zu zweit alleine seid, stell bitte als Mann deiner Frau die Frage, hast du den Eindruck, dass ich manchmal zu passiv bin? Wenn ja, bitte sag mir wo. Ich will lernen zu leiten. Denn wenn wir als Männer leiten, dann tragen wir Lasten, die Frauen dann nicht tragen müssen. Und dazu sind wir berufen, als dienende Leiter. Ich muss langsam den Schluss finden. Eine weitere Einander-Stelle, die ich hier anführen möchte, ist die Stelle, einander zu vergeben. Finden wir in 1. Korinther 13, Vers 5, die Liebe rechnet das Böse nicht an, die Liebe führt nicht Buch über die Fehler des Anderen. Aber eine sehr entscheidende Stelle haben wir auch in Kolosser 3, Vers 13, da sagt der Apostel Paulus, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vergebung ist in erster Linie eine Entscheidung, kein Gefühl. Ich habe den Eindruck, wir leben in einer christlichen, oder ich sage mal so, in unserer christlichen Welt, in unserer christlichen Gemeindelandschaft, habe ich den Eindruck, unser Glaube ist sehr stark emotionalisiert. Es geht vor allen Dingen darum, was wir fühlen. Nicht mehr in erster Linie, was wir wissen, sondern was wir fühlen. Das ist immer falsch. Nicht, dass Gefühle pauschal schlecht sind. Gefühle können sehr nützlich sein. Aber zu vergeben ist nicht in erster Linie ein Gefühl. Zu vergeben ist eine Entscheidung. Ich habe einmal eine Frau begleitet, deren Mann in Köln ermordet wurde. Das war für mich ein Schock. Sie ist am Telefon und sagt, André, mein Mann wurde ermordet. Dann war es auch in der Zeitung, erstochen auf der Arbeit. Und ich glaube, es war sogar auf dem Weg zur Beerdigung. Wir sind dahin gefahren. Sie sagt mir, André, ich habe dem Mörder vergeben. Vom Kopf her. Die Gefühle kommen noch nicht ganz mit, aber meine Entscheidung steht schon. Das hat mich sehr bewegt. Vergebung ist nicht in erster Linie ein Gefühl. Vergebung ist eine Entscheidung. Vergebung ist nicht vergessen. Das wird fälschlicherweise manchmal gesagt. Aber hier steht, wir sollen einander so vergeben, wie der Herr uns vergeben hat. Gott vergisst nicht. Wisst ihr, warum Gott nicht vergisst? Vielleicht ist es im ersten Moment neu für euch. Aber vergessen ist immer eigentlich was Negatives. Ja? Wenn ich diesen Abendtermin heute vergessen hätte, das wäre peinlich, das wäre schlecht. Vergessen ist was Negatives, etwas, was wir nicht in der Hand haben. Ja? Wir entscheiden uns ja nicht zu vergessen, sondern es passiert, dass wir vergessen.
Viel stärker ist doch, Gott sagt, ich entscheide mich, die Sünde, die du begangen hast, nicht mehr gegen dich zu verwenden. Ich entscheide mich, nicht mehr dran zu denken. Das ist viel stärker als vergessen. Gewisse Dinge kannst du nicht vergessen. Wenn jemand dir körperlich Schaden zugefügt hat und du hast hier eine Narbe, du siehst sie immer beim Duschen, wie sollst du vergessen? Aber du kannst, wenn die Erinnerungen hochkommen an das, was dir angetan wurde, dich wieder neu entscheiden, zu sagen, ja Herr, es ist unterm Kreuz. Einander zu vergeben, auch in der Ehe, beinhaltet Folgendes. Die Vergebung ist eine Entscheidung, ein vierfaches Versprechen zu geben. Einmal das Versprechen, ich werde an diese Sache nicht mehr denken. Ein Versprechen. Dann das zweite Versprechen, ich werde dir diese Sache nicht mehr vorhalten und sie nicht gegen dich verwenden. Wie oft passiert es in unseren Ehen, dass wir historisch werden? Nicht hysterisch, sondern historisch. Und wir packen Dinge aus der Vergangenheit wieder auf. Damals hast du das aber auch gemacht. Moment, hast du damals deinen Mann dafür vergeben? Wieso verwendest du es wieder gegen ihn? Wir entscheiden uns, wenn wir vergeben, ich werde diese Sache nie wieder gegen dich verwenden. Übrigens, so vergibt auch Gott. Wenn wir zu Gott kommen und sagen, Herr, ich habe schon wieder versagt, sagt Gott, wieso schon wieder? Er denkt nicht an das erste Mal, er vergibt. Ich werde anderen davon nichts sagen und ich werde nicht zulassen, dass dies zwischen uns steht oder unsere Beziehung schädigt. Billy und Ruth Graham sind wahrscheinlich bekannt, wahrscheinlich eher Billy Graham, der große Evangelist aus Amerika. Leider ist es manchmal so, dass man auch gerade, nicht nur in Amerika, aber auch von großen Pastoren hört, dass sie die Ehe brechen. Dass dann irgendwann, teilweise nach ihrem Tod, ein Skandal offenkundig wird. Bei Billy Graham ist das nicht der Fall. Er war einer von denen, die ganz berühmt waren und wirklich vorbildlich, auch da, wo ihn keiner gesehen hat. Und die beiden, Ruth und Billy, haben eine sehr, sehr vorbildliche Ehe gelebt, bis zu ihrem Tod. Sie ist zuerst gestorben. Die beiden wurden gefragt, oder sie wurde gefragt, was macht eine glückliche Ehe aus? Und das ist ja das Thema von heute Abend. Glücklich verheiratet, Fragezeichen. Und Ruth Graham sagt, eine glückliche Ehe ist die Vereinigung von zwei Personen, die gut vergeben können. Darum geht es. Ihr Lieben, wir brauchen in unseren Ehen immer wieder Gnade. Ich brauche jeden Tag Gottes Gnade und ich brauche sehr, sehr häufig die Gnade meiner Frau. Vielleicht hat Gott euch einige Dinge heute gesagt als Ehepaar. Das ist dran heute Abend, vielleicht nicht hier, aber heute Abend, wenn ihr wieder zu zweit seid, Dinge einander zu bekennen. Sünden, die ihr gegeneinander begangen habt. Herzenshaltungen, die Gott euch aufgedeckt hat heute Abend. Ich möchte euch so sehr ermutigen, bereinigt diese Dinge. Es ist so befreiend für eine Ehe, frei zu sein von Gewissensbissen, dass nichts zwischen euch steht, keine Sünden, die ihr gegeneinander begangen habt. Sagt sie euch heute Abend. Bekennt einander eure Sünden und empfangt Vergebung des anderen. Bereite dich darauf vor, dass dein Ehepartner dir vielleicht heute Abend Dinge bekennt und sei bereit zu vergeben. Vielleicht hat er dir vor einiger Zeit schon Dinge bekannt und du sitzt heute Abend hier und sagst, mir fällt es so schwer, meinem Ehepartner zu vergeben, weil es immer wieder passiert. Und ich habe mehr und mehr eine Bitterkeit in meinem Herzen gegenüber meinem Ehepartner. Wisst ihr, was so sehr hilft? Bei all dem Schmerz, der verständlich ist. Mach dir bewusst, wie sehr du Gottes Gnade brauchst. Wie sehr du seine Vergebung brauchst. Und das macht uns so viel barmherziger mit unseren Ehepartnern. Wenn wir verstehen, wie kaputt wir sind und dass Christus immer vergibt, hilft uns das, unserem Ehepartner zu vergeben. Das ist mein Wunsch, dass wir in unseren Ehen wirklich von Herzen vergeben. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, der so ein bisschen scheinbar fast, zumindest von der Formulierung, aus der Reihe fällt. Jetzt spreche ich über besondere Zeiten zu zweit. Bitte gib mir noch 5 bis 7 Minuten über dieses Thema. Ich möchte 2 Stellen aus dem Buch Hohelied anführen. Die erste Stelle kommt aus Hohelied 2, Vers 1. Er lädt sie zu einem Frühlingsspaziergang ein. Mein Geliebter erhebt seine Stimme und spricht zu mir, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Das ist ein wunderbarer Abschnitt im Buch Hohelied. Er hat sich das Ganze genau vorgestellt, was er mit ihr machen wird. Er wählt wunderbare, gewinnende Worte. Noch haben sie nicht geheiratet. In Hohelied 2 sind sie ein Liebespaar und er lädt seine Freundin zu einem Frühlingsspaziergang ein. Ein sehr romantischer Text. Und dann sehen wir im Buch Hohelied 7, da sind sie schon verheiratet.
da wird es auch ein Stück weit mehr auf der erotischen Ebene deutlich, die Romantik in ihrer Ehe. Und sie sagt, ich gehöre meinem Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Komm, mein Geliebter, lass uns aufs Feld hinausgehen. Wir wollen unter Hennasträuchern die Nacht verbringen. Wir wollen uns früh aufmachen zu den Weinbergen, wollen sehen, ob der Weinstock treibt, die Weinblüte aufgegangen ist, ob die Granatäpfelbäume blühen. Dort will ich dir meine Liebe schenken. Übrigens, die Bibel redet von Sexualität nie als von einer Sache. Die Welt heutzutage hat Sex versachtlicht, teilweise von Liebe getrennt. Wenn sie redet hier über Sexualität, aber sie drückt es in wunderbaren Worten aus, in Beziehungsworten. Ich will dir meine Liebe schenken. Die Liebesäpfel geben ihren Duft und an unserer Tür sind allerlei köstliche Früchte, frische und alte, die ich, mein Geliebter, dir aufbewahrt habe. Zwei Stellen, die so sehr über die Romantik in der Ehe sprechen. Wunderbare Verse. Aber wisst ihr, was ich am Anfang unserer Ehe lange falsch verstanden habe? Ehrlich gesagt sogar bis vor kurzem. Ich dachte immer, dass Romantik eines der Hauptziele ist in der Ehe. Romantik ist nie das Ziel. Romantik ist immer ein Effekt. Romantik entsteht da, wo diese Dinge gelebt werden. Da, wo man einander liebt, von ganzem Herzen. Da, wo man einander dient. Da, wo man hilft, einander Lasten zu tragen. Da, wo man einander vergibt. Da entstehen besondere Zeiten zu zweit, die wirklich besonders sind. Romantik ist nie das Ziel. Hauptsache, unsere Ehe ist irgendwie romantisch und wir kriegen das so ein bisschen künstlich hin und versuchen das mit der Deko und den Kerzen. Wenn ihr einander nicht vergebt, wenn ihr Bitterkeit in eurem Herzen habt, wenn ihr einander nicht dient, wenn ihr einander vernachlässigt, ist es gekünstelte Romantik. Das kennt auch die Welt. Romantik auf einer oberflächlichen Ebene. Die tiefste Romantik in eurer Ehe werdet ihr dann erleben, wenn ihr Wert auf diese vier Dinge legt. Dann wird Punkt 5 eigentlich schon fast eine logische Folge sein. John Piper hat einen Podcast bei Spotify, der heißt Ask Pastor John, ist auf Englisch, aber ich schätze solche Podcasts sehr. Und ihm wurde eine Frage zum Thema Sexualität in der Ehe gestellt und ich finde seine Antwort so wunderbar. Sie war für mich teilweise neu, aber so tiefgründig und wahr. Er sagte, hier geht es um Männer, aber es ist genauso anwendbar auch für Frauen. Er sagt, Männer, konzentriert 99% eurer Liebe, die ihr für eure Frau habt, darauf, sie außerhalb des Schlafzimmers zu lieben. Dann wird das 1% im Schlafzimmer sehr besonders. Viele Ehen, auch christliche Ehen, verwechseln das. Sexualität ist nie die Basis einer Ehe. Sexualität ist ein Sahnehäubchen. Sexualität ist ein wunderbares Geschenk. Aber die Basis ist das hier. Christus im Zentrum zu haben, der erste Vortrag, und diese vier Dinge. Die Liste ist sicherlich nicht abschließend, da kommen noch mehr Aspekte dazu. Aber wenn das gegeben ist, wenn wir 99% uns darauf konzentrieren, wie können wir unsere Frau lieben, außerhalb des Schlafzimmers, dann wird das 1% im Schlafzimmer sehr, sehr besonders sein. Das wird eine erfüllende Sexualität sein, die die Welt nicht kennt, weil sie gottgemäß ist, weil sie Gott verherrlicht, weil es ein wirkliches Füreinander ist. Romantik ist nie das Hauptziel in der Ehe. Romantik ist immer ein Nebeneffekt, der entsteht, wenn wir einander wirklich lieben. Ich möchte gerne mit uns noch beten, bevor wir gleich in die Frage- und Antwortzeit gehen. Wir wollen uns noch Zeit nehmen. Ihr habt wahrscheinlich einige Fragen eingereicht und gleich wird das Mikro auch noch rumgehen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, Rückfragen, Verständnisfragen, fühlt euch frei, echt offene Fragen zu stellen. Ich bin mittlerweile ziemlich viele Fragen gewöhnt und ich gehe damit halbwegs offen um und ich weiß, worüber wir offen reden können und worüber wir nicht offen reden. Aber fühlt euch frei, Fragen zu stellen. Aber ich würde gerne diesen Vortrag jetzt erstmal mit einem Gebet abschließen. Lasst uns bitte nochmal dazu aufstehen. Herr, ich danke dir so.